Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und diesmal mit Ton. Ja, und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel begrüße ich euch. Wir spielen heute Engel und wir, das bin ich, weil der Esel sich immer selbst zuerst nennt und der D-Rex, der da Hallo. ist, da. Man kann ihn sehen, hoffe ich, und hören. Ja, D-Rex spielt heute ein Prelude für seinen Engel, für unsere bald startende Kampagne. Wenn ihr das erste Prelude von Lokis Weib und ihrem Engel Lyriel schon gesehen habt, dann wisst ihr ja schon Bescheid. Wenn nicht, keine Sorge, ich mache heute nochmal so einen großen Rundumschlag, nicht mehr ganz so ausführlich, wie das bei Lyriel der Fall war, aber falls ihr dieses Video hier aus irgendwelchen Gründen als allererstes seht und noch nie irgendwas von Engel gehört habt, erkläre ich euch trotzdem ein bisschen was. Und dem D-Rex auch. Obwohl der, glaube ich, das erste Prelude geguckt hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, er hat jetzt Meta-Wissen. Ja, Chroniken der Engel ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das funktioniert ein bisschen anders als so die üblichen Pen-and-Paper-Rollenspiele wie DSA oder Dungeons and Dragons. Und man hat nämlich keine Würfel, sondern man versucht, möglichst alles erzählerisch zu lösen, ohne dass jemals irgendwie ein Zufallselement auftreten muss. Und sollte doch ein Zufallselement irgendwie gewünscht werden, vom Spielleiter oder vom Spieler selbst, dann werden sogenannte Arcana-Karten gezogen. Das ist ein Kartendeck. Da kommt es dann auch noch drauf an, in welcher Ausrichtung die Karte vom Stapel gezogen wird, also hochkant oder umgedreht, und diese Karten haben eine Bedeutung, und ja, es liegt an dem Spieler oder dem Spielleiter, je nachdem, wer es gezogen hat, diese Karte zu interpretieren und aus der Karteninterpretation heraus ja, Konsequenzen für die zu beschreibende Handlung zu formen. Klingt kompliziert, ist es eigentlich für Rollenspieler im ersten Augenblick ist es auch kompliziert, man muss sich ein bisschen anders, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, nicht einfach zu beschreiben und gucken, ob ich glaube, das klappt oder nicht. Sondern am besten funktioniert es, wenn man, bevor man eine Aktion beschreibt, die Karte zieht und dann aufgrund der Karte seine Aktion erst beschreibt. Das ist ein bisschen ungewohnt, aber man kommt da relativ schnell rein, hab ich erfahren dürfen. Ja. Ja, und was zum Setting noch zu sagen ist, wir spielen im Europa, und zwar im Europa der Zukunft. Wir spielen 2654 nach Christus. Und ich blende euch auch heute nochmal die Karte ein. Das ist Europa in der Zukunft. Und wie ihr schon sehen könnt, das sieht nicht mehr genauso aus wie das Europa, das wir kennen. Das ist ein bisschen, naja, geschrumpft, würde ich mal sagen. Das liegt daran, dass in diesem Setting die Polkappen abgeschmolzen sind und dadurch eine große Flutkatastrophe über Europa heimgebrochen ist. Das ist eine der vielen Katastrophen, die passieren werden zwischen jetzt und 2654. Und ja, die Menschheit sehr gebeutelt von dieser Flutkatastrophe. Man nennt sie auch die zweite Sintflut oder generell die Sintflut. Und ja, das ist nur eine der Katastrophen. Das zweite kann man auch auf der Karte sehen. Und zwar seht ihr diese Striche auf der Karte, diese merkwürdigen langen Striche, die so ein bisschen aussehen wie Flammen. Das sind Fegefeuer und das sind tatsächlich Flammensäulen, die in den Himmel, also vom Boden bis in den Himmel hinaufschießen und sich auch irgendwann in Bewegung gesetzt haben und halt sich über die Weltkarte bewegen. Und überall da, wo sie mal waren, das sieht man halt an diesen Strichen hier, hinterlassen sie das sogenannte Brandland. Das ist verödetes Land und alles, was dort an Lebewesen hineingeht, darüber fliegt, darunter taucht oder sonst irgendetwas macht, irgendwie in Kontakt kommt mit diesem Land, ob nun in Wasser, auf dem Meer, also ja, zum Wasser, zu Lande oder in der Luft, ja, stirbt ab
Und es ist noch nichts Lebendes wieder aus dem Brandland zurückgekehrt. Und aus den Brandlanden heraus kamen zusätzlich noch dämonische Kreaturen, große insektenartige Wesen, die die Menschheit angefangen haben anzugreifen. Die sogenannte Traumsaat, die Dämonen der Hölle, ausgesendet vom Herrn der Fliegen, dem Teufel selbst. Ja, das ist die zweite Katastrophe natürlich. Die dritte Katastrophe hat sich in mehreren Wellen vollzogen. Und zwar, damit kann ich die Karte für mal ausmachen, die ist nicht so geografisch verortet, die ist eher, gesellschaftlich zu verorten. Denn vor ein paar hundert Jahren zurückgerechnet gab es das erste Mal eine merkwürdige Krankheit auf der Erde, den sogenannten Veitstanz, der innerhalb von wenigen Tagen sämtliche Menschen, die über 14 Jahre alt waren, getötet haben. Das müsst ihr euch mal irgendwie so langsam im Kopf zerren. Was würde mit unserer Gesellschaft passieren, wenn auf einen Schlag innerhalb von, ich sag mal, einer Woche sämtliche Erwachsenen tot sind und nur noch unter 14-Jährige leben? Ja, ich glaube, da wäre ziemliches Chaos. Es ist auch so passiert. Die Menschheit hat sich halbwegs gerade so halten können und ist nicht komplett irgendwie in Anarchie ausgebrochen oder so. Und als dieser Veitstanz das nächste Mal aufgetreten ist, ein paar Jahrzehnte später, das heißt auch die nächste Generation wieder dahin gerafft wurde und danach sogar nochmal. Also in mehreren Schüben wurde jeweils jedes Mal die erwachsene Generation ausgelöscht. Was natürlich in der Gesellschaft eine Wertigkeit für junge Menschen auf jeden Fall sehr hoch werden lässt. Und vor allen Dingen die Angst vor dem Älterwerden definitiv da ist. Natürlich ist durch diese Sache sehr, sehr viel Wissen verloren gegangen. Niemand wusste mehr, wie man bestimmte Sachen benutzt oder herstellt. Also wenn nur noch Kinder übrig sind, wer soll wissen, wie Atomkraftwerke funktionieren? Wer soll den Mathematik und alles mögliche andere beibringen? Es gibt es einfach nicht. Deswegen ist es auch so gekommen, dass jeder durch diesen Wissensverlust und durch die Sinnflut und die Traumsaat, die gleichzeitig aufgetreten sind, kommt alles zu einem, alles gleichzeitig, dass die Menschheit in eine Art mittelalterliche Gesellschaftszustand zurückgefallen ist. Es gibt zwar noch die letzten Reste von unserer Gesellschaft, irgendwie hohe, halbverfallene Hochhäuser, teilweise auch noch erhalten, wenn sie noch bewohnt sind, Kernkraftwerke und Windräder. Allerdings weiß niemand mehr, wofür die gut sind, wie die benutzt werden oder sonst irgendetwas. Die stehen einfach so in der Natur herum. Die Natur erobert sich natürlich auch viel Platz wieder zurück. Die Menschen sind in einem mittelalterlichen Bauern, so eine Ackerbaugesellschaft. Sehr viel Reis wird angebaut inzwischen in Europa, weil Europa so von Klima her inzwischen sehr, sehr so Ähnlichkeiten hat wie Asien heute. Und sehr feucht also, sehr warm. Sehr viel Regen gibt es oft. Und die Gesellschaft hat sich dahingehend entwickelt, dass sie halt so ein bisschen zurückgeblieben ist. Das wurde dadurch noch verstärkt, dass die Organisation, die die Menschheit quasi gerettet hat vor den Dämonen, die aus dem Brandland hervorgeschossen sind und die Menschen angegriffen haben, und die einzige Organisation dafür gesorgt hat, dass es halbwegs vernünftige strukturelle und vernünftige Strukturierungen in der Gesellschaft gibt, ist die Angelitische Kirche, die sich neu gegründet hat. Mit alten Überresten von alten christlichen, islamischen oder sonst irgendwelchen religiösen Grundlagen, allerdings ohne die wirklichen Grundlagen dieser Religion zu haben, sondern einfach nur aus den Ideen daraus, vielleicht auch aus Textfragmenten heraus, sich eine neue Religion gebildet hat. Mit dem einen Unterschied, dass diese Religion einen Religionsführer hat, den sogenannten Papst Petrus Secundus. Und dieser Papst hat einen großen Vorteil gegenüber dem Papst von jetzt. Er ist nämlich jung, nämlich 14, und das schon seit über 100 Jahren.
und er ist seit 100 Jahren nicht gealtert. Das ist schon mal an sich schon ziemlich krass und beeindruckend. Und die zweite Sache, die Petrus Secundus geschafft hat, im Kampf gegen die Traumsaat, hat er Gott angefleht, ihm Hilfe zu schenken. Und Gott hat ihn erhört und hat der Kirche die Engel geschickt und schickt sie Engel immer noch. Einer diesen Engeln spielt heute der D-Rex. Die Engel sind unterteilt in verschiedene Engelsorden, die verschiedene Hauptquartiere haben, über ganz Europa verteilt. D-Rex spielt heute einen Engel des Gabriel, das sind die Todesengel, die ja, die mit ihrem Flammenschwert den Zorn Gottes verbreiten. Was das genau bedeutet, das werden wir heute hoffentlich rauskriegen. Aber jetzt habt ihr mindestens so einen kleinen Überblick über die Historie der Welt und wie es da so aussieht. Es gibt natürlich noch moderne Technologie und ja, auch Menschen, die das noch gerne benutzen wollen. Allerdings ist Technologie, so wie wir sie heute verwenden, eigentlich als Ketzerei verboten. Der normale Mensch, den man auf der Straße fragt, wird sagen, Technologie hat dazu geführt, dass die Sintflut kam, dass die Traumsaat kam und dass der Veitstanz kam. Das ist das, was die Gesellschaft sich als, ja, seit es keine Technologie mehr gibt, ist der Veitstanz nicht mehr aufgetreten, ist dieses Wasser nicht mehr gestiegen und die Engel kamen und haben uns vor der Traumsaat gerettet. Also muss da ein Zusammenhang sein, deswegen besser keine Technologie benutzen. Und auch Lesen und Schreiben ist auch nicht so angesagt. Da mache ich ein bisschen einen Unterschied. Wenn ihr das jetzt hier als Engel-Fan guckt, in meinem Engel-Universum ist Lesen und Schreiben ja verpönt, aber nicht wirklich verboten. Weil sonst komme ich hier ein paar Lore-Probleme. Das haben sie sich nämlich nicht so richtig gut ausgedacht, finde ich. Denn einerseits gibt es sehr viele Schriftstücke, andererseits ist es komplett verboten. Ja, aber gut. Ein kleiner Disclaimer noch, bevor ich jetzt weiter, bevor wir einsteigen zu spielen. Engel ist an sich ein ziemlich grausames Setting. Hat nichts mit irgendwie Power, Plüsch und Plunder zu tun. Sondern kann sehr, sehr fies und dunkel sein. Und falls wir hier auf Thematiken ansprechen, die euch da draußen irgendwie nicht genehm sind oder die euch triggern auf irgendeine Art und Weise, dann bitte schaltet aus und guckt irgendwas anderes, denn muss ja nicht sein. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? D-Rex darf ruhig noch irgendwie, wenn er noch was hat, dann kann er ruhig sich auch beteiligen. Ja, aber gut. Noch bin ich genauso schlau wie mein Engel. Ja, dein Engel existiert quasi noch gar nicht. Denn wir beginnen heute das Spiel, was man sonst auch nicht so oft macht, mit der Geburt des Spielercharakters. Daniel, der Engel des Gabriel, kommt auf die Erde. Wie genau das passiert und wie genau das aussieht, das überlasse ich natürlich der mystischen und etwas vagen Beschreibung. Beschreibe nur, dass Daniel das letzte, also das erste vielleicht, was er wahrnimmt von der Welt, so wie wir sie kennen. Ja, erstmal ein langer Tunnel mit weißem Licht ist, durch den er hindurchfliegt und sich dann seiner Gefühle, seines Körpers, der Beengtheit eines Körpers gewahr wird, die Augen vielleicht aufschlägt, in einen dunklen Raum sieht, mit wenig Licht. Eine Feuerschale brennt irgendwo in einer Ecke, vielleicht auch zwei oder drei, und spenden ein bisschen Wärme und Licht. Ansonsten sind es verdunkelte schwarze Steine, leicht rußgefärbt an den Ecken, wo die Feuerschalen aufgestellt sind. Man hört dieses Prasseln des Feuers auch. Es liegt so ein weicher Duft im Raum. Anscheinend ist irgendein Kraut oder so etwas, woher auch immer du das weißt, in die Flammen geworfen worden und verströmt einen weihrauchartigen Geruch, der leicht benommen macht, vielleicht sogar schon.
Man kann es nicht so genau auseinanderhalten, denn der Weg hier in das Sein war sehr anstrengend. Und so fühlt sich dein Körper auch an. Ausgemergelt, ausgezehrt, erschöpft. Du liegst auf einer Steinplatte. Deine Kleidung, die typische Kleidung der Gabriels Engel, schon angelegt. Mit schwarze Bänder um die Arme gewickelt, um die Beine. Eine schwarze Toga. Brustteile noch nicht. Deine Hände verschränkt oben auf der Brust liegend. Kleine, noch nicht mal ganz armlange Flügel auf dem Rücken. Es ist etwas unbequem, wenn man hier so auf dem Rücken auf den Flügeln liegt. Eines der ersten Gefühle, die Daniel hat. Und in den Händen, die er auf der Brust verschränkt hat, der Daniel, hält er etwas. Nämlich ein langes, großes Schwert. Edel aussehend, aus feinstem Stahl geschmiedet und verziert auf der Klinge. Also die Klinge selber ist verziert. Es ist so eine Gravur darin eingraviert, dass es so aussieht, als würde das Schwert in Flamme schlagen. Allerdings tut es das nicht. Der Griff ist sehr, sehr kahl. Irgendwie, als ob man da etwas weggemacht hätte. Also der ist halt nicht richtig. Ist halt ein Stahlgriff. Aber naja, so einen richtigen Griff hat es halt nicht. Sehr roh, das Schwert. Schwer, lang. Aber es fühlt sich instinktiv genauso an, als würde es zu dir dazugehören. Und den nächsten Sinneseindruck kommt dann durch die Ohren. Du hörst Lobpreisgesänge aus der Ferne. Vielleicht nicht aus diesem Raum, aber vielleicht aus angrenzenden Räumen. Oder aus anderen Stockwerken vielleicht sogar. Hohe Frauenstimmen, dunkle, tiefe Männerstimmen im perfekten Zusammenklang, die in irgendeiner Sprache, die du nicht ganz verstehst. Es klingt schön, sanft, weich, ehrerbietend irgendwie. Das sind die ersten Sinneseindrücke, die Daniel hat, als er die Augen aufschlägt und sich seiner Umgebung gewahr wird. Ich greife den Griff des Schwertes etwas fester, atme tief ein, spüre dann dort den Weihrauchgeruch, kneift die Augen ein bisschen zusammen, denn jeder, der mal so eine kleine Lichtquelle in kompletter Dunkelheit gesehen hat, weiß, dass das ziemlich unangenehm sein kann für die Augen, wenn man die dann aufmacht. Wo bin ich? Ja, auf diesen Gesang hörst du erstmal keine Antwort auf deine Frage. Fühlst diesen kalten Stein unter dir. Dein Körper schmerzt wie von, als wenn du irgendwie einen Marathon gelaufen wärst oder so. Mhm. Guckst dann an dir herunter, siehst die Skriptura, die Tätowierungen an deinem Körper. Mhm. Leichte Linien, leicht glänzend. Leuchtend vielleicht sogar. Wer weiß das schon so genau? Ich würde mich mal aufsetzen auf dieser Pritsche, Trage, was auch immer das ist. Ist einfach nur ein Steinsockel. Auf diesem Steinsockel mich dann hinsetzen und mir mal so die Tätowierungen angucken. Das sind Linien, das meiste davon sind Linien, die sich halt über Arme, Brustkörper, also wenn du irgendwie unter deine Kleidung schaust,
an der Brust entlang, an den Beinen, überall. Die in deinem Gesicht kannst du jetzt nicht sehen, aber auch da hast du Linien tätowiert. Und wenn man so leicht darüber schaut, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, als ob sie, wie gesagt, so ein Leuchten von sich geben. Teilweise nicht immer, aber so ein Schimmer. Und ja, teilweise sind auch so kleine Symbole, Punkte eingraviert, eintätowiert. Ich schaue mich noch mal im Raum um, reibe mir mal den Kopf. Du hast langes Haar, du hast auch das Stirnband, jeder Gabriels Engel hat ein Stirnband, hat hast du auch schon angelegt. Das ist das, was die Haare aus deinem Gesicht heraushält. Sonst hast du lange, lockige Haare in roter Farbe sogar. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Als du diese Worte sprichst, hörst du ein Pfeifen und ein Zischen. Und aus der Wand, wo die Feuerschalen sind, dreht sich ein Teil der Wand heraus. Und zwei Gestalten in schwarzen Roben treten in den Raum herein. Eine groß und breitschultrig, die andere etwas gedrungener, kleiner, aber dennoch drahtig gebaut. Der größere ohne Haare, kahlgeschorener Kopf. Und die kleinere, ja, mit einer Kapuze über den Kopf, sodass man wenig von dem Gesicht erkennen kann, treten zu dir. Also überbrücken die kurzen Weg zwischen der Wand und deinem Sockel, auf den du gerade aufgesetzt hast. Ich greife mit meiner rechten Hand instinktartig nochmal nach dem Schwert, damit es in Griffweite ist. Wer seid ihr? Mein Name ist Albert. Das ist Eva. Ich bin dein Nonus. Was Du. ist ein Nonus? Ich bin für dich zuständig. Soll dir den Weg aus dem Himmel auf diese Welt etwas einfacher machen. Das ist meine Aufgabe. Du bist ein Engel des Herrn und Gabriel ist dein himmlischer Erzeuger. Der Himmel? Der Himmel? Ja. Der Himmel, in dem Gott der Herr thront und regiert in aller Ewigkeit. In seiner Güte hat er uns, den Menschen hier auf der Erde, seine Engel geschickt, so wie dich, damit du uns beschützen kannst und retten kannst und sein Wort in unsere Ohren sprichst. Wo sind wir hier? Wir sind im Sein, auf der Erde,
nicht im Himmel. Und was unterscheidet euch von uns Engeln? Die Frau tritt, also die kleinere Gestalt ist eine Frau, tritt an dich heran und berührt so deine Flügelansätze. Noch kleinen Flügel, sie werden noch wachsen, aber noch sind sie klein. Während der Mann spricht, nun, das ist das äußerlich am ehesten zu begreifende. Du bist ein Engel, wir sind Menschen. Du hast Flügel, wir haben keine. Gott, der Herr, hat in seiner ewigen Weisheit entschieden, dass du nicht in deiner Engelsform zu uns auf die Erde kommst. Im Himmel bist du eine der sagenhaften, schönsten Gestalten, die Gott je erschuf. Das würden wir hier auf der Erde nicht aushalten. Wir würden es nicht ertragen, dich anzusehen oder deine Worte zu hören. Deswegen hat er entschieden, dass du in einer Form kommst, die dich als Engel kennzeichnet, dir Kräfte und Geschick gibt, aber die dennoch nicht dafür sorgt, dass wir nicht an deiner Herrlichkeit teilhaben können. Was für Kräfte besitze ich und wie setze ich sie ein? Das wirst du innerhalb der nächsten Monate hier in diesem Ort erfahren. Dies hier ist ein irdischer Himmel. Wir bilden die Engel aus, damit sie ihre Aufgabe auf Erden am besten und in voll und ganz im Sinne Gottes erfüllen können. Für now, für jetzt. Du wirst stärker sein als alle Menschen. Menschen sind schwach, Engel sind stark. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu beschützen. So ist es. Eure Aufgabe als Engel ist es, die Rechtschaffenen, die, die Gott anerkennen, die, die Gott liebt, zu schützen und zu beschützen und die, die sich gegen Gott wenden, zu bestrafen und Gottes Zorn unter sie zu bringen. Wie bestrafen wir jene, die nicht glauben? Und du hast Gott geschaut damals, auch wenn du dich jetzt nicht daran erinnern kannst. Auch das hat Gott in seiner Weisheit entschieden, dass du nicht all die himmlischen Geheimnisse mit dir nehmen kannst. Es würde uns überfordern, würde dich in deiner irdischen Hülle überfordern. Aber diejenigen, die sich nicht an die Gesetze Gottes halten, die werden mit aller Kraft und allem Zorn und jeglicher Gewalt, wenn es nötig ist, bekämpft und vernichtet. Wir können nicht dulden, dass die, die sich gegen Gott stellen, auf der Erde wandeln. Sie bringen Unheil und sie sind es, die Tod und Verderben unter uns Menschen gedeihen lassen. Und das auch noch für gut halten. Was tun diese Ketzer? Woran erkenne ich sie? Wirst sie daran erkennen, dass sie gegen den Willen des Herrn handeln, gegen den Willen der Kirche des Herrn handeln, gegen die göttliche Ordnung handeln, gegen dich handeln.
Nicht alle davon werden zwingend böse sein, aber wir können alles nicht dulden, was gegen die Kirche oder gegen Gott spricht. Das ist zu gefährlich. Dann gehören sie bekämpft. Und vernichtet. Dafür bist du hergekommen. Denn du bist ein Engel des Herrn. Du bist ein Streiter des Lichts. Du bist hier, um zu hören und zu gehorchen. Wenn ich meinem Herrn diene, wem dient ihr? Wir dienen Gott und seiner angelitischen Kirche. Der auserwählte Was? Gottes Papst Petrus Secundus in Roma Aeterna ist unser Anführer und geistiges Oberhaupt. Er ist der auserwählte Gottes auf Erden. Er war es, die euch Engel erbeten hat und Gott in seiner gnädig gestimmt hat, dass er euch zur Erden sandte. Gegen wen hat Gott uns gesandt? Gegen den Widersacher, den Herrn der Fliegen und seine Ausgeburten der Hölle. Wir nennen sie Traumsaat. Du wirst sie kennenlernen. Ihr ganzes Ziel ist es, die Menschheit zu vernichten. Und wir alle beschützen euch vor dieser Traumsaat. So ist es. Sind wir alle gleich? Nein, die Engel sind, wie ich schon sagte, unterschiedlich zu den Menschen. Und ihr Engel untereinander seid auch nicht jeder einer wie der andere. Wie sind die anderen? Du wirst sie kennenlernen. Das muss für jetzt reichen. Ich sehe, du bist sehr neugierig. Kannst du schon stehen und dich bewegen? Ich habe mich ja schon aufgesetzt. Ich würde dann mal versuchen, mich hinzustellen. Die Frau wird dir helfen dabei, irgendwie dich versuchen zu stützen. Alles sehr ja, liebevoll. Merkst aber, dass die schon einen ordentlichen, ja, ordentliche Kraft besitzt. Also, wenn die wollte, könnte sie dich auch mit, auch wenn du jetzt hinfällst, auch komplett auffangen. Du bist tatsächlich sehr wackelig auf den Beinen und auch deine Wahrnehmung ist noch nicht völlig auf diese Welt eingestellt. Man fühlt sich vielleicht wie ein bisschen so im Rauschzustand noch. So kann man das beschreiben, so ein bisschen dizzy. Deswegen ist es allein schon, weil du fühlst dich schwach, deswegen kannst du dich kaum auf Beinen halten. Du stehst das erste Mal auf Beinen. Zitterst ein bisschen vielleicht sogar in den Knien. Und ja, und dazu kommt dieses. Ja, du hast noch nicht das völlige Gleichgewichtsgefühl und diese Dizziness. Ja, gepaart mit den Eindrücken, die sich jetzt gerade erst in deinem Kopf sammeln, ist gerade alles etwas viel. Und wie gesagt, dein Körper schmerzt und ist erschöpft und kommt alles zusammen. Aber du kannst stehen. Mit etwas Willensanstrengung und mit Hilfe der Frau. Dann
Würde ich auch versuchen, die ersten Schritte zu gehen. Ziemlich wackelig natürlich, auch ein bisschen auf dieser Frau gestützt. Und mich schrittweise ein bisschen vorwärts bewegen. Das gelingt dir mit jedem Schritt besser. So, als ob du so instinktiv genau weißt, genauso wie du instinktiv wusstest, wie man spricht, ja, wie man sich bewegt, wirst du zusammen mit der Frau und Albert irgendwie in eine kleine Zelle geführt, vorbei an langen Korridoren, die groß und ausladend sind im gotischen Stil. Also sehr viele Verzierungen und große Bögen. Und ja, die Schritte hallen, wenn man irgendwie durch die Gänge geht. Fenster nach außen gibt es momentan erstmal noch nicht. Zumindest nicht hier, wo ihr euch gerade bewegt. Und auch in deiner Zella gibt es kein richtiges Fenster in diesem Sinne. Eine kleine Luke nach draußen könnte man es nennen. Das ist so das Einzige, was so fensterartig hier ist. Ansonsten ist die Zella komplett leer. Genauso ein ja, Steinpodest wie das eben auch, auf dem du erwacht bist. So ein Steinpodest steht da drin, in der Mitte. Genug Platz nach rechts und nach links, damit man seine Flügel ausbreiten kann. Aber sonst ist hier nichts. Dann. Der Durchgang ist übrigens versperrt mit einer dicken Eichentür, dickem Holz und stählernen großen Scharnieren, die leicht quietschen. Es wirkt ein bisschen Dann wie eine Kerkerzelle. würde ich mit meiner Hand mal über dieses Steinpodest fahren, mir auch dieses Gefühl einprägen. Ja, Und auch mal durch es ist dieses. in der Tat nicht so ein rauer Stein, sondern es ist ein glatter Stein. Also fühlt sich gut, also schön an. Also es ist so marmorartig glatt. Und dann auch mal durch diese Luke einen ersten Blick nach draußen wagen. Es ist dunkel draußen, aber man kann den Mond so ein bisschen durch die Wolken scheinen sehen. Und du siehst auch die Lichter der Stadt da unter dir. Denn der Himmel des Gabriels steht in Nürnberg. Ja, siehst unter dir die Lichter der Stadt. Ein bisschen Rauch, der aus den einzelnen Kaminen aufsteigt. Du musst aber viel, viel höher als alle anderen. Albert wendet sich wieder an dich. Du musst dich erstmal ein bisschen erholen. Wir bringen dir jetzt etwas zu essen, das dich stärkt. Und dann wirst du deine Ausbildung beginnen, Daniel. Denn so ist dein von Gott vorgesehener Name. Wie wird die Ausbildung ablaufen? Wir nennen sie Discipula. Und es gibt fünf davon. Fünf Schritte, die dich trennen davon, ein vollwertiger Streiter des Herrn zu sein. Nur die, die alle Prüfungen bestehen dürfen, hier auf Erden verweilen. Nur die Starken. Wer zu schwach ist, muss zurückkehren in den Himmel. Und hat keine Chance mehr, uns zu helfen hier. Deine erste Aufgabe wird es sein, die Sprache des Herrn zu lernen. Zu verstehen. Und dich mit den anderen Engeln unterhalten zu können. Sie sprechen eine
andere Sprache als ihr? Ja. Und der wird dir halt in einer anderen, für dich jetzt noch fremden Sprache ein Gebet vortragen. Kann ja mal das Gebet einmal vortragen für die Zuschauer da draußen. Das etwas spricht er auf Latein, denn das ist die göttliche Sprache, ja? Während du gerade kommen geredet hast, ein Kauderwelsch zwischen allen möglichen europäischen jetzigen Sprachen, könnte es vielleicht ein bisschen mit Esperanto oder so versuchen, wenn man das von heute jetzt so zack nach da springt. Ich glaube, was kommen da, wie es gedacht ist, ist so ein bisschen Esperanto-mäßig, weil das ist ja auch so für dich als Sprachwissenschaftler ja vielleicht interessant, ne? ja, so, ja, so eine Versuch, irgendwie alle möglichen europäischen Sprachen unter einen Hut zu bringen. Aber er spricht jetzt Latein und spricht: O ewiger Gott, unser König, gewaltig ist dein Name über deiner Schöpfung, der du dir Lob verschaffst aus dem Munde der Kinder und den deiner Feinde für immer verschließt. Aus deinem Zorn erschufest du Gabriel, den schrecklichen Gabriel, Flamme deiner Wut, Schwert der Gerechtigkeit deiner Kirche. Du schufst einen Engel, deinen Engel, nur wenig geringer als dich selbst. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Die Fesseln der Krankheit und des Todes umfingen die Menschen, die Fluten des Verderbens erstickten sie. Aus deinem Heiligtum hörtest du ihr Rufen, ihre Schreie. Gabriel, o zürnender Gabriel, die Welt erzittert unter deinem Wüten, denn dein schrecklicher Zorn war entbrannt. Die Kirche deines Gottes suchtest du heim in der Nacht und erprobest ihr Herz, und du fandest keinen Makel. Das Wort deiner Kirche hast du geläutert in deinem Feuer, und es verging nicht. Deiner Kirche schicktest du deine Kinder, geschaffen nach deinem Bilde. Sie griffen aus der Höhe herab und zogen das Volk empor aus gewaltigen Wassern. Sie zerschmetterten die Dämonen des Widersachers, der fünfmal verdammt ist vor deinen Augen, trieben sie zurück in die Hölle aus versenkter Erde und Rauch. Bring die Gerechten im Schatten deiner kraftvollen Schwingen und erhebe sie, auf dass sie Frevler zerschmettern und mit Kraft deines läuternden Feuers es tun. Sie wollen in Gerechtigkeit das Antlitz deiner Engel schauen und sich satt sehen an ihrer herrlichen Gestalt. Mit dir erstürmen wir Wälle, mit dir überspringen wir Mauern, beseelt von deinem Zorn. Wirf deine Schrecken auf die Frevler, o flammender Engel des Todes. Erhoben hast du dich, Gabriel, o mächtiger Gabriel, und deine Kinder und deine Kirche triumphiert, auf dass du die Sünder gerichtet werden vor deinem strahlenden Antlitz. Das Hochgebet des Gabriels. Ja, und den nächsten Monat wirst du in dieser kleinen Zelle verbringen. Wirst viel von einem kleinen Brei aus einer Holzschale essen, mit einem hölzernen Löffel. Und du wirst aus etlichen Gebetsbüchern und Gesangsbüchern Latein lernen. Man wird dir Lesen und Schreiben beibringen. Zumindest so, dass du das verstehst, was du da tust. Und wenn es dir schwerfällt, wird man neben dir stehen und es dir so lange vorsagen, bis du es nachsagen kannst. Und du wirst darum gebeten, dieses Hochgebet, was eben der Nonus noch vorgetragen hat, auswendig zu lernen. Man sagt dir, das ist deine erste Aufgabe, den Abschluss des ersten Teils der Ausbildung. Man wird erkennen, dass du es kannst, wenn du vor allen anderen Engeln diese Worte aufsagen kannst. Und so wird Daniel einen Monat lang wahrscheinlich alles daran tun, dieses Ding auswendig zu lernen.
Wie sieht das denn aus? Oder kann er das gut? Ob er da so gut drin ist, möchte ich gar nicht mal behaupten, aber er ist sehr ehrgeizig und er nimmt dann dieses Gebetsbuch auch überall mit hin, Ja, wenn er sich dort ein bisschen bewegt. du hast gar keine großen Möglichkeit, es irgendwohin mitzunehmen, denn anderes als deine Zeller siehst du erstmal gar nicht. Dann sitzt er den nächsten Monat im Prinzip stur auf diesem Steinpodest und wälzt dieses Buch, schlägt es dann mal zu, geht für sich diese einzelnen Passagen durch, bis er sie dann wirklich verinnerlicht hat, Stück für Stück, schaut dann immer, ob es richtig ist. Jedes Mal, wenn du versuchst, aus Neugier oder so aus dieser Zelle herauszutreten, steht der Nonus vor der Tür und die Frau auch. Halten dich auf, sanft noch, aber bestimmt. Und fragen dich, kannst du das Hochgebet? Und jedes Mal versuchst du es, aber es. Na, ne? Und wenn du es nicht kannst, schicken sie dich wieder zurück. Lern weiter. Und jedes Mal, wenn du etwas zu essen haben möchtest, kannst du das Hochgebet? Und wenn du es nicht kannst, kriegst du erstmal nichts. Bis dein Hunger so groß wird und du hast Hunger, du hast anscheinend Bedürfnisse, merkst mit jeder Mahlzeit, kehren diese Kräfte in deinen Körper zurück, die vielleicht mal da sein sollten. Du bist immer noch sehr schwach von der Reise, obwohl es jetzt schon fast über ein 2, 3 Wochen her ist. Und in jeder Mahlzeit, in jedem Brei, den du zu dir nimmst, wirst du stärker. Aber man verwehrt es dir, wenn du nicht wieder einen Vers mehr gelernt hast. Nur Fortschritt wird belohnt. Ja, er möchte auch, also er mag dieses Gefühl, wenn er merkt, dass diese Kraft durch den Brei auch zurückkehrt und dadurch angespornt, fällt es ihm dann auch mit der Zeit immer leichter, bis er dann irgendwann auch so das Hochgebet seiner Meinung nach auf jeden Fall bis zum Ende vortragen kann. Ich glaube, wir verzichten, glaube ich, darauf, dass es nochmal irgendwie, weil es ist irgendwie schon ziemlich lang. Und ja, und du versuchst wieder aus dem, vielleicht bist du gerade stolz, weil du es gerade das erste Mal so dir selber vorgesagt hast, nochmal auf dem Buch guckst. Ja. Und dann nochmal zur Sicherheit nochmal aufsagst und nochmal und dann vielleicht sich dein inneres, der innere Daniel sagt so, jetzt muss ich das den Leuten zeigen nach draußen. Ich will nach draußen mal, ich will was anderes sehen als meine Zelle. Und sagst es draußen deinem Nonus auf, der dich stolz ansieht und meint, gut, Daniel, dann folge mir. Ja, sehr, sehr aufgeregt, endlich mal aus dieser Zelle rauszukommen, macht Daniel das auch so. Du kommst in eine große Gruppenunterkunft, eine riesige Halle, auch hier wieder im gotischen Stil, irgendwie diese großen Bögen an der Decke irgendwie zu sehen. Kleine Figuren, so, das ist nicht zum Gotik, glaube ich, ganz passt, bin mir dann gar nicht so sicher, aber so kleine so Wasserspeierfiguren, die Engel darstellen. Und hier sind unglaublich viele, vielleicht 20 oder so,
andere Engel. Du hast vorher noch keinen anderen Engel gesehen. Es sind auch wieder diese steinernen Pritschen in Reihen aufgestellt. Und neben jeder von diesen Pritschen steht ein kleiner Schwertständer. Jeder von diesen Engeln hat wohl sein eigenes Schwert. Und alle schauen dich an, wenn du mit dem Nonus diesen Raum betrittst. Nehmen sofort Haltung an, wie beim Militär. Stellen sich hin, straffen die Flügel, sodass die Flügel irgendwie, die sind halt noch nicht besonders groß, weil es ja erst einen Monat wahrscheinlich, seit sie gewachsen sind. Sind auch noch klein, die Engel hier, ähnlich wie du. Aber die Flügelspitzen berühren sich so nach rechts und nach links. Das heißt, sie stehen dir quasi Spalier, wenn du da in der Mitte mit dem Nonus durch die Mitte gehst. Und ja, du bist gerade an den ersten vorbei, da stimmen sie halt an. Wir sind Engel des Herrn. Wir sind Streiter des Lichts. Wir hören und wir gehorchen mit jedem Schritt. Wir sind Engel des Herrn. Streiter des Lichts. Wir hören und gehorchen. Und am anderen Ende steht halt ein großer, erwachsener Engel mit richtig beeindruckenden großen Schwingen und vielen Banderolen an seiner Kleidung, einer Rüstungsteilen sogar. Auf dem Rücken, zwischen die Flügel gespannt, ein mächtiges, großes Schwert, viel größer als deins. Vielleicht sogar eine Lanze, könnte man nennen. Einen kleinen Schmiss quer über das Gesicht. Und bleibt so mit verschränkten Armen, so hinten mit stolz geschwellter Brust steht er und erwartet, dass irgendwie, ja, dass ihr näher tretet. Und ja, die anderen Engel hören auf zu sprechen, wenn du vor ihm stehst. Der Nonus dreht sich nochmal zu dir um, meint, ab sofort ist Nakamael dein Ausbilder. Du hast viel gelernt, Daniel. Du hast gut gelernt. Dein Eifer ist erstaunlich. Ab jetzt wirst du dich beweisen müssen. Richtig beweisen müssen. Schaut dann so zu dem großen Engel, der dich irgendwie um einen Kopf überragt. Tritt dann zur Seite, die Frau tritt auch zur Beiseite. Das erste Mal, dass du irgendwie irgendwo hingehst, dass diese Dame dich nicht irgendwie begleitet. Das ist irgendwie immer so. Wenn du irgendwie gestolpert bist, hat dich immer irgendwie aufgefangen oder so. Jetzt tritt sie weg. Das erste Mal mehr als zwei Armlängen irgendwie von dir weg, außer wenn du in deiner Zelle warst, da warst du alleine. Und der große Engel mustert dich so von oben bis unten. Daniel. Ich nicke. Kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Kannst du nicht reden, Daniel? So ist mein Name. Wir haben noch einen Platz für dich frei. Ich schaue dahin, wo er hinzeigt. Ist wahrscheinlich auch wieder so eine so ein Podest. Schau ihn dann noch mal an und gehe dann dahin. Ja, tritt dann so vor dich und schaut dann, wie stellst du dich da hin? Also alle anderen neben dir stehen. Ne? Disziplin und Gehorsam habe ich ja schon gelernt, ist sehr wichtig und deshalb würde ich versuchen, das zu imitieren, weil das Ganze noch sehr ungewohnt für mich ist, aber auch ein bisschen unbeholfen.
Ja, ein kleines Lächeln huscht über Nakamaels Gesicht. Sehr gut, du lernst schnell. Aus dir wird mal, naja, vielleicht ein guter Engel. Das ist mein Ziel. Die Menschen müssen beschützt werden. Ja, alle anderen Engel antworten mit: Wir sind Engel, Streiter des Herrn, Boten des Lichts, wir hören und gehorchen. Ja, du wirst hier den. Ja, es ist schon spät abends, als das Ganze passiert. Du wirst hier die Nacht verbringen. Du wirst merken, dass keiner der anderen mit dir reden möchte. Meiden dich geradezu. Und auch der Ausbilder würdigt dich keines Blickes mehr. Beobachtet nur alles. Wenn du zu weit von deinem Sockel weggehst, tritt er nach vorne, zieht seine Lanze und klopft dir so offen auf die Schulter. Macht dann uh-uh. Und ja. Bekommst noch einmal diesen Brei zum Abendessen. Und ja. Das erste Mal, als du dann am nächsten Tag aus der Meditation erwachst. Denn richtigen Schlaf haben Engel nicht, sie meditieren eher so ein bisschen. Ja, fühlst du dich das erste Mal wirklich innerlich stark? So hast kein Gefühl mehr von irgendwelcher Schwachheit oder so. Auch diese Dizziness ist weg. Und man führt dich, also der Nakamael führt dich in einen kleinen Seitentrakt zusammen mit ein paar anderen Engeln. Und hier stehen mehrere Männer und Frauen herum, die so Tonkrüge haben in der Hand und Schalen, Holzschalen. Und man riecht sofort, wenn man reinkommt, es ist irgendwie, es duftet sehr schön nach, keine Ahnung, nach Pflanzen, irgendwie wohl ein Wohlgeruch, ja. Auch hier wieder so ein Gesang, so der aus irgendwo herkommt, wo auch immer das herkommt. Und dann beginnen die Leute, also diese Menschen da, die da stehen mit den Tonkrügen und erstmal, es scheint Öl zu sein da drin, in den Krügen, kippen das in die Schalen und verstreichen das so über dir und ölen dich quasi von oben bis unten ein. Und Nakamael steht dabei und empfängt die erste Salbung. Ihr habt die Discipulae Primus bestanden. Ab nun seid ihr Gesalbte. Ja, und es ist so ein Hochgefühl, was dich so durchströmt, weil einerseits halt dieses Öl wundersam gut tut auf der Haut. Und vor allen Dingen so ein Geruch verströmt, der halt wirklich extrem sich abhebt von dem, was man sonst so riecht hier. Ein Wohlgeruch wirklich ist. Und alle sehen dich ehrfürchtig an. Wisset, dass nach jeder eurer Prüfungen eine solche Belohnung auf euch wartet. Ja, und es folgt eine kleine, sowas, so eine Art Feier, relativ ausgelassen für gabrielitische Verhältnisse. Also Essen und Trinken ist natürlich bei Engeln jetzt nicht so, aber ja, irgendwie, es wird gesungen und ja, es wird gescherzt und sich bewegt und so ein bisschen vielleicht auch untereinander gekebbelt, weil das erste Mal, dass du auch und die anderen wahrscheinlich auch mit anderen Engeln sprechen, irgendwie Erfahrungen ausgetauscht, so, wie war das bei dir mit dem Auswendiglernen und ich hatte immer mal bei Vers 3 hatte ich immer Probleme und so. Es ist irgendwie ganz lustig so. Ja. Ja, bis dann auch dieser Tag dann zu Ende geht.
mit diesem Gefühl davon, etwas bestanden zu haben, eine Prüfung bestanden zu haben, etwas gut gemacht zu haben. Und ihr versinkt wieder in der Meditation. Um am nächsten Tag geweckt zu werden mit einem Stockschlag. Autsch! Nakamael steht irgendwie vor und geht durch die Reihen, weckt jeden mit einem Stockschlag auf die Schulter. Aufwachen! Wenn das jeder abbekommt, gehe ich zumindest mal nicht davon aus, dass ich gezielt etwas falsch gemacht habe. Mhm. Ab nun beginnt die Scipula Secunda, eure zweiter Teil der Ausbildung. Ihr werdet lernen, zu hören, zu sehen und zu gehorchen. Ab jetzt werdet ihr nichts mehr tun, es sei denn, ich sage euch, dass ihr es tun sollt. Beginnt. Und er ist am anderen Ende des Raums. Deswegen hast du vielleicht etwas Zeit, irgendwie einen Blick zu erhaschen oder so, den Kopf zu drehen, ohne dass er es merkt. Möchtest du was machen? Ihr hockt alle halt noch so irgendwie in der Meditationspose halt auf diesen Pritschen, diesen Sockeln. Ich würde schon schauen wollen, ja. Dann siehst du das irgendwie am anderen Ende, das ist wohl der direkt neben dem, wo er jetzt gerade vorsteht, das wohl auch nicht aushalten konnte und einfach auch mal guckt, so, das heißt seinen Kopf dreht. Und ja, Nakamael das natürlich sofort bemerkt, wieder irgendwie zurückgeht vor den und ist mächtig Hiebe setzt. Der wird richtig verprügelt, bis er grün und blau geschlagen ist und auf dem Boden liegt. Und dann steht da jedes Mal mit jedem Schlag: Du sollst gehorchen! Du sollst gehorchen! Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Und dann irgendwie bisher antwortet: Ich darf nur das tun, was du mir sagst. Und dann sagt er ihm: Richte dich auf! Und er ist halt total niedergeknüppelt, ne? Steh auf! Kann er nicht mehr. Und dann kriegt er Widerschläge. Bis dann irgendwie zwei Leute irgendwie kommen und ihn aufrichten. Also zwei Menschen. So, weiter geht's. Dann geht er weiter. Das hat jetzt so 10, 20 Minuten gedauert, bis er auf den eingeprügelt hat. Gut, dass das nicht mir passiert ist. Ja. Ja. Das wird irgendwie noch ein paar Mal passieren, sowas ähnliches, weil irgendwie Leute sich auch irgendwie falsch benehmen. Und dann nach dem vierten Mal oder so sagt er: Okay. Wir haben keinen mehr, der euch hier stützen kann. Ab sofort werde ich alle bestrafen, wenn sich jemand falsch verhält. Auf jedem meiner Befehle antwortet ihr ab sofort: Wir sind Engel des Herrn, wir sind Streiter des Lichts, wir hören und gehorchen. Wartet so 2 Sekunden. Keiner hat es bis jetzt richtig begriffen, wahrscheinlich. Runter, 20 Liegestütz. Die ersten gehen schon runter, einige noch nicht. Was macht Daniel? Er macht das mit. Sehr gut. Ja. Geht auch runter. 20 Liegestütz. Ja. Ja. Kriegt Daniel noch so halbwegs hin. So. Ja, also nur so einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, was so jetzt an der Tagesordnung ist. Körperliche Ertüchtigung ist jetzt tagtäglich dran. Also Laufen,
Ja, und ja, alle möglichen an gymnastischen Übungen, Körperertüchtigung halt. Und was auch auf jeden Fall immer zum Training gehört, ist wirklich in kompletter Starre zu verweilen, bis jemand dir den Befehl gibt, etwas anderes zu tun. Das ist unglaublich schwer. Manchmal verbringst du einen ganzen Vormittag oder einen ganzen Nachmittag nur damit, einfach eine Wand anzustarren und dich keinen Tick zu bewegen. Auch wenn das kleinste Zucken wird bestraft. Und auch diese Worte mit dem, wir sind Engel des Herrn, wir sind Streiter des Lichts, wir hören und gehorchen, das brennt sich dir quasi in den Kopf. Jedes Mal, wenn irgendjemand was macht oder irgendjemand was sagt, musst du damit antworten. Die nächste Stufe dieser Ausbildung ist es, Befehle selbst dann zu hören, wenn du eigentlich nicht damit rechnest, dass es ein Befehl kommt. Du hockst in einer Ecke, weil man dir einen Befehl gegeben hat, dich dahin zu hocken. Und irgendwo am anderen Ende des Gangs flüstert Nathanael: Daniel, steh auf. Und natürlich wirst du es am Anfang nicht hören. Du wirst verprügelt werden, du wirst am Anfang gar nicht wissen, warum. Bis sich dann irgendwann einpendelt, so dein Gehör sich schult und du selbst die kleinsten Geräusche, so selbst die kleinsten Bewegungen wahrnehmen kannst, auch nur ein Zeichen, wenn du nicht hinguckst. Und Nathanael zeigt auf irgendwo hin. Selbst das kannst du wahrnehmen nach ein paar Wochen und Monaten. Deine Sinne werden geschärft für diese Sache. Ja, das Schmerzhaft braucht geschärft. definitiv erstmal etwas Zeit, ja. Sehr schmerzhaft geschwer, aber immerhin. Du wirst das lernen. Und du wirst selbst den leisesten Befehl, selbst den leisesten Tick, du weißt instinktiv, was Nakamael von dir will, wenn er auch nur den Satz anfängt. Der muss den Befehl gar nicht zu Ende sagen. Und vor allen Dingen gepaart mit Kampfübungen, die er anfängt, einem kleinen rituellen Kampftraining, so ein bisschen, wie man sich das hier bei Karate, diese Trockenübungen vorstellt. Nachher weißt du nur, wenn er sich irgendwie, wenn er einen Tick zwinkert oder so, weißt du schon, was er möchte und welche Bewegung als nächstes kommt. Das ist gar nicht mal eine übernatürliche Fähigkeit, mehr trainiert. Und die nächste Stufe wird sein, wirkliche heftige Körperertüchtigung. Und zwar alles, was damit zu tun hat, nicht nur Laufen und nicht nur Gymnastik, sondern auch zum Beispiel Schwimmen. Und jetzt sagt ihr draußen, na ja gut, schwimmen, kein Ding. Aber seid ihr schon mal mit Flügeln geschwommen und mit Klamotten geschwommen? Also mit Klamotten macht man vielleicht manchmal im Schwimmverein noch. Das ist schon schwimmen genug, ja, wenn ihr das mal gemacht habt. Mit Kleidung schwimmen ist ja relativ schwer. Ja, aber dann mit diesen Flügeln, die sich sehr schnell feucht durchtränken und die dich runterziehen, einfach weil sie ziemlich ja, durchnässt sind. Werden auch schwer. Ja, die werden sehr schwer. Ihr lernt damit zu schwimmen, zu tauchen und zwar auf Zeit. Ihr lernt direkt danach eine Wand hochzuklettern, obwohl es dann glitschig ist. Und zwar genau gerade. Wenn da kein Weg ist, macht ihr euch einen. Auch wenn es körperliche Anstrengung oder körperliche Versehrtheit sogar nach sich zieht. Du hast einen Kameraden, der halt sich bei die Fingernägel abbricht, weil er sich halt eine Greifkuhle machen muss. Aber ihr seid trainiert darauf, wenn der Sager sagt, kletter die Wand hoch und da ist eine glatte Wand, dann macht man das so, dass es klappt. Auch wenn es länger dauert. Und man kann sich gut vorstellen, glaube ich, dass nach den Monaten, die man in diesem Training jetzt irgendwie verbringt, dass ihr da körperlich sehr krass heranwachst und über euch hinaus wächst.
sowohl von den Sinnen her, was ich eben beschrieben habe, als auch von den Fähigkeiten rein körperlich. Am Ende wird es sogar sein, dass ihr fast die Wände schon so hoch gehen könnt, obwohl da keine greifbaren Dinger sind. Ihr fliegt noch nicht wirklich, ihr benutzt die Flügel nicht. Einfach alles ganz normal, wie es ein Mensch auch machen würde, aber ihr habt eine innere Stärke und einen inneren Zwang, da hoch zu müssen, zum Beispiel, oder da durch das Wasser durchzukönnen. Und das funktioniert. Ihr seid stark. Und ihr seid nur dann stark, wenn jemand euch sagt, dass ihr stark sein sollt. Es nimmt auch solche Sachen wie atme aus, spring ins Wasser und tauch nicht wieder auf. Das bin so lange, bis man das Bewusstsein unter Wasser verliert. Einige werden wieder auftauchen, die werden dann ausgeprügelt, weil es gab nicht den Befehl, wieder aufzutauchen. Ja, solche Sachen. Aber das, ja. Einige werden auch von den 20 Engeln, die du da hattest, werden gut 5 davon aussortiert, die das einfach nicht schaffen. Die siehst du nie wieder. Eines Abends werden sie weggeführt und sind dann da, hast du sie nicht wieder gesehen. Interessiert sich Daniel, wo sie hin sind? Fragt er nach. Er interessiert sich dafür sehr wohl. Er ist sich aber auch durchaus bewusst, dass die Frage sehr wahrscheinlich nicht gestattet ist. Ist es erlaubt, sich frei zu bewegen? Nein, du darfst dich nur bewegen, wenn dir jemand sagt, dass du dich bewegen darfst. Dann würde ich das nächste Mal, wenn Nakamael bei uns vorbeigeht, so wie man das aus Militärfilmen und so kennt, Full Metal Jacket ist ganz gut, glaube ich. bitte eine Frage stellen zu dürfen. Bleibt stehen, dreht sich zu dir rum. Hab ich dir den Befehl gegeben, zu reden, Daniel? Nein. Gut zu wissen. Alle runter und 100 Liegestütz. Vielleicht wird es auch so eine Szene wie bei Full Metal Jacket geben, wo man dann diese Gruppenbestrafungen, wenn der Nakamael nicht da ist, wenn, ne? Kennst du die Szene? Mit der Tatsächlich Seife? nicht, aber Ja? ich kann es mir trotzdem irgendwie vorstellen, Ja, ja. also die Gruppe bestraft dich dann im Nachhinein, wenn du ihr Blödsinn eingebrockt hast. Ja? Ja, also es ist ein totaler militärischer Drill und ein totaler militärisches ja, Gehirnwäsche könnte man das eigentlich auch schon fast nennen. Und das überstehen nicht alle, aber du überstehst es. Und am Ende dieses Ausbildungspunkts wirst du ja, das wird 3 Monate oder so mindestens gehen. Dann wird dein ganzer Engelszug, die übrig gebliebenen 15 Engel, werden wieder in diese Weihkammer gebracht, wo du eingeölt worden bist, das erste Mal. Wieder mit diesem Weihrauch geschwängerten Luft. Doch diesmal ist niemand da, der euch einsalbt, sondern diesmal steht da nur Akamael und hat euch vorher den Befehl gegeben, auch eure Schwerter mitzubringen. Und ihr stellt euch in einem Halbkreis um ihn herum auf. Er tritt so in diesen Halbkreis hinein und schreit in eure Richtung: Wer seid ihr? Ich antworte darauf dann, wir sind Engel des Herrn, Streiter des Lichts, wir hören Hören und und gehorchen. gehorchen.
Was glaubt ihr, wozu Gott der Herr euch diesen Teil eurer Seele mitgegeben hat auf Erden? Und deutet so auf dein Schwert. Bis jetzt hast du das eigentlich noch nie benutzt. Es ist halt immer da. Es gab wohl so Übungen von wegen, man muss darauf aufpassen, aber benutzt hast du es noch nie. Ich würde von allem, was man mir so bisher erzählt hat, mal versuchen zu kombinieren und antworten, um die Menschen vor der Traumsaat zu beschützen. Das ist richtig. Wir sind die Streiter Gabriels. Wir bringen den Zorn Gottes unter die Ketzer, unter die Traumsaat, unter den Herrn der Fliegen. Aber wie, Daniel? Wie fühlt sich der Zorn Gottes an auf dem Fleisch des Ketzers? Wie eine reinigende Flamme, die Sünden ausbrennt. Mit diesen Worten stößt er so seinen Speer auf den Boden und die Klinge des Speers oben entzündet sich und fängt Feuer. Das erste Mal, dass du siehst, dass das passiert. Bin ein bisschen beeindruckt, versuchst du mir aber nicht anmerken zu lassen. Hat dir auch keiner den Befehl gegeben. Eben genau deshalb. Sehr gut. Schlagt nun eure Schwerter auf den Boden. Das tue ich. Und dann macht er so einen Rhythmus vor. Werde versuchen, diesen Rhythmus bestmöglich zu imitieren. Und nun reckt euer Flammenschwert gen Himmel. Ich heb's hoch in die Luft und schau dann auch. Tatsächlich entzündet sich die Klinge. Und das erste Mal hat Daniel ein flammendes Schwert in Händen. Ab nun seid ihr in der Lage, den flammenden Zorn Gottes unter die Traumsaat und unter die Ketzer zu tragen. Ab nun seid ihr flammende Streiter des Herrn. Willkommen bei der Discipula Tertia. Und auch das ist wieder ein ziemliches erhabenes Gefühl, weil du hast es geschafft, diese Klinge zu entzünden, wie auch immer du das gemacht hast. Es fühlt sich auch verdammt mächtig an. Ja. Ich umfasse auch den Griff des Schwertes nochmal fester. Der ist halt sehr roh noch und so. Fühlt sich auch noch nicht so richtig an, aber immerhin. Ja, du merkst den anderen an, dass sie ähnlich stolz sind. Und Nakama meint dann, dieses Flammenschwert ist Teil eurer Seele, eurer selbst. Zusammen mit eurem jetzigen Körper kam es vom Himmel herab. Niemals dürft ihr es verlieren. Niemals dürft ihr zulassen, dass jemand anderes es berührt oder führt. In den Händen eines anderen würde eure eigene Seele nicht die Leistung bringen können, die ihr jetzt gerade getan habt.
Gabriel schlug damals, als er euch auf die Erde sandte, eure Seele in zwei Teile. Der eine Teil seid ihr, der andere Teil ist eure Waffe. Ihr werdet lernen, eins zu sein und eins zu bleiben und eins sein zu können. Und dann geht es in die dritte Phase der Ausbildung. Deutlich angenehmer als die zweite Phase. Man erlaubt euch jetzt frei, euch wieder zu bewegen, wann ihr das möchtet. Dürft auch handeln, wenn ihr nicht danach gefragt werdet. Dürft auch was tun, wenn ihr nicht die Anweisung dazu bekommt. Ihr dürft Fragen stellen. Und man lehrt euch zuallererst die Anwendung und das rituelle Auftragen der Flammensalbe. Wie man sie anrührt, wie man sie auf der Haut verteilt, dass man ja keinen Teil auslässt, und man übt es anhand eures Flammenschwertes, dass es die Salbe tatsächlich dagegen schützt, dass die Haut nicht verbrennt. Das ist alles in ein Ritual eingebettet. Und es ist ultra schwer, das zu lernen, so dass kein Teil deines Körpers halt überbleibt, der nicht von der Salbe bedeckt ist. Und kein bisschen von deiner Kleidung nicht von dieser Salbe durchtränkt ist. Das erste Mal sieht man jetzt auch diesen silbrigen Schimmer, der alle Gabrieliten umgibt. Das kommt von der Salbe. Alle glänzen sie immer, sogar die Haare so ein bisschen. Und ihr lernt, mit dem Schwert umzugehen. Während ihr in der letzten Ausbildungsphase das Kämpfen quasi ohne Waffen gelernt habt, lernt ihr jetzt einen Schwerttanz. So wie so ein Schattenschwerttanz. Noch nicht mit gegeneinander, aber erstmal in ritueller Form. Und dann später lernt ihr das Ganze auch im Kampf gegen erst einmal Holzpuppen. Und da wird Daniel feststellen, dass er stärker ist, als er denkt. Denn mit einem Streich des Flammenschwertes, auch wenn es nicht entzündet ist, durchtrennst du mit mühelos eine Puppe aus massivem Holz in zwei Teile. Ich bin sichtlich beeindruckt davon. Ich habe zwar vermutet, dass ich in den letzten Wochen und Monaten alleine schon durch Phase 2 der Ausbildung sehr viel stärker geworden bin, aber dass das so mächtig ist, hätte ich nicht erwartet. Ja, was hat denn für Daniel für Fragen, wenn er das erste Mal Fragen stellen darf? Die erste Frage, die mir ja auch schon jetzt seit einigen Wochen unter den Nägeln brennt, was passiert mit denen, die das hier nicht schaffen? Sie kehren zurück zu Gott, dem Herrn, weil sie nicht gut genug sind, ihm auf Erden zu verweilen. Und dort bleiben sie auf immer? Bis der Herr entscheidet, sie wieder auf Erden zu senden. Und irgendwo so, also ein bisschen sagt der Nakamael, und irgendwo, es gehen dann Gerüchte rum in der Freizeit quasi, wenn du dich mit deinen 15 anderen Kumpanen irgendwie unterhältst, es gehen Gerüchte rum, dass die Engel, die hier ausscheiden, in andere Engelsorden kommen, wiedergeboren werden als schwächliche andere Engel, die woanders ausgebildet werden und viel weicher sind als wir. So als Gelehrte oder Heiler oder so. Aber das sind nur Gerüchte. Gut, wenn ich diese Gerüchte so auch im Vorfeld schon mal gehört habe, spare ich mir nämlich genau diese Frage, denn das hätte ich als nächstes gefragt. Mhm. Ja. Aber
alleine um auch potenzielle Leute, die diese Gerüchte gestreut haben, nicht irgendwo reinzuziehen, wo sie Ärger bekommen könnten, spare ich mir das. Okay, noch eine Frage. Ich würde mal so mit einem Blick auf meine Flügel dann Nakamael fragen, wann lernen wir die zu benutzen? Du lernst die zu benutzen, wenn du erstmal ohne sie zurechtkommst. Was ist der nächste Teil der Prüfung? Nächste Teil der Prüfung ist die Flammentaufe. Ihr müsst durch das Feuer, das reinigende Feuer gehen können, ohne euch zu verbrennen. Deswegen auch die rituellen Einsalbungen. Ihr müsst das lernen. Denn wenn ihr das nicht wisst, ist jeder falsche Schwung mit eurem Flammenschwert gegen eure Flügel im Eifer des Gefechtes ein toter Engel oder ein verkrüppelter Engel. Und jetzt, wo du drüber nachdenkst, ja, wenn du beim Schwerttanz nicht aufpasst, und das, ich meine, ihr übt halt nicht mit dem Flammenschwert, aber. Da wäre bestimmt das ein oder andere Mal schon Der Flügel der ab, gesamte Flügel in Flammen aufgegangen, ja. Und die Traumsaat ist in der Lage, Feuer zu speien, Gestein zum Schmelzen zu bringen, große Hitze zu erzeugen. Die Hauptkampfwaffe ist Feuer, das Höllenfeuer. Deswegen müssen wir als vorderste Frontkrieger des Herrn gegen Feuer gefeit sein. Wir dürfen uns keine Schwäche leisten. Gibt es neben dieser Salbe zusätzliche Schutzmöglichkeiten? Für kurze Zeit wird dein Körper in der Lage sein, Feuer zu widerstehen. Aber es wird Anstrengung kosten. Deswegen haben wir die Salbe. Denn jede Anstrengung, die du unternehmen musst, um dem Feuer zu widerstehen, kannst du nicht investieren in den Kampf. Das macht dich schwächer. Also nur im äußersten Notfall. Du hast weise erkannt, dass man seine Ressourcen so einsetzen sollte, dass sie auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind. Nur so kann man erfolgreich sein. In der Tat. In diesem Ausbildungsschritt wirst du außerdem viel mit Menschen zu tun haben. Du hast in den letzten Ausbildungsmonaten viel nur mit den Engeln verbracht. Jetzt wirst du sehr und davor halt nur mit deinem Nonus und der Begine. Jetzt werden also Templer, wirklich Gabriels Templer, ausgebildete Krieger werden immer mehr auch mit euch zusammen trainieren. Anscheinend für diese Menschen eine Ehre oder so. Und allein vom Beobachten und vom Hören, wie die Klinge auf Klinge trifft oder wie die Klinge auf die Übungsblatt waren, allein schon, auch wenn du die Augen zu hast und kannst es quasi fühlen, wie schwächlich diese Menschen sind. Jeder Hieb, den sie austeilen, sei ja noch so stark. Du willst dir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn die gegen dich kämpfen müssten.
Und dann kommt der Tag, an dem tatsächlich ein Kampf passiert zwischen Mensch und Engel, in dem einer der älteren, der Ausbilder der Menschentempler gegen einen von euch unausgebildeten Neu-Novizen-Engel antritt. Möchtest du das machen oder möchtest du jemand anderen den Vortritt lassen? Ich weiß definitiv, was ich kann. Und das klang alles so schwach. Das möchte ich erster Hand erfahren. Dann drängelst du dich nach vorne und dann meldest dich als allererster, weil du hast ja gelernt, den Nakamael so zu lesen, dass bevor er die Frage stellt, wer antreten möchte, du schon deine Hand gehoben hast. Ja, natürlich wird nicht mit dem Flammenschwert gekämpft, das wäre natürlich ja, noch unfairer, als es sowieso schon ist. Aber ja, ich überlasse dir mal, wie der Kampf abläuft. Also kannst ja mal ein bisschen auch mal beschreiben, was da passiert. Das beginnt erstmal wie so ein respektvolles Abtasten. Das heißt erstmal Klingen kreuzen, dann in so einer Hab-Acht-Stellung so einmal sich so umkreisen. Und dann würde ich warten, bis der Templer den ersten Hieb macht, um den dann abzuwehren. Ja, allein aus diesem Abtasten und Überqueren merkst du schon, dass dieser Mensch also dass der ausgebildet ist, dass er das Kämpfen gelernt hat. Du hast diesen Schwerttanz gelernt, ja? Ansonsten hast du noch nicht viel mit dem Schwert geübt. Du merkst aber, dass dieser Mensch Tricks und Kniffe drauf hat, die sich außerhalb dieses Schwerttanzes bewegen. Du führst instinktiv diese Bewegung aus, die du gelernt hast. Und er scheint die sofort zu erkennen und dagegen irgendwas machen zu können. Aber sein Hieb, der auf dich niederprasselt, kannst du mit Leichtigkeit abwehren. Es ist ein bisschen, als wäre ein Stock oder so gegen deine Abwehrhaltung. Also die Kraft, die kam, war nicht der Rede wert. Ich würde auch währenddessen versuchen, also wenn ich merke, dass der quasi von diesem Schwerttanz diese Bewegung quasi lesen kann, wahrscheinlich weil er das schon hunderte Male vorher gesehen hat, weil es ja immer dasselbe ist, würde ich versuchen, mir so ein paar Kniffe von ihm einzuprägen, um meinen Kampfstil ein bisschen unberechenbarer zu machen. Okay. Ich glaube, wir können mal anfangen, mal eine Karte zu ziehen, wie der nächste Teil des Kampfes so abläuft. Ich ziehe mal ein und blende die auch mal ein. Na, da kommt sie. So, einmal ziehen. So. Und dann kopiere ich dir das hier raus und mal in unseren Discord-Chat rein. Hast du das auch vor Augen? Das 18. Arkanum, das Buch der Bücher in umgedrehter Bedeutung. Geheimnis, Wahnsinn, Täuschung, Gefahr, Irrsinn, Illusion, Sinnestäuschung. Wie läuft der nächste Part des Kampfes ab? Es folgt, nachdem die ersten Hiebe von mir doch sehr gekonnt abgewehrt wurden, gelingt mir das nicht so ganz, diese Bewegungen, diese neuen, die ich mir da abgucke, direkt einzubauen. Und dann gelingt es dem Templer sehr geschickt mit seiner Waffe einen Hieb links anzutäuschen und dann doch rechts zuzuschlagen und dann trifft er mich auf jeden Fall. Ja, trifft dich mit dem Übungsschwert. Allerdings auch hier wieder der Schlag. Du spürst den Schlag, allerdings ist der. Ja. Also, wenn du gegen eine Wand haust, so ungefähr. Tut nicht sonderlich weh, überrascht mich allerdings sehr und kränkt mich innerlich auch so ein bisschen, weil Ja, die anderen ich von Engel so um einem dich herum fangen schwachen auch an zu Menschen. lachen.
Ja, guck mal, wie es weitergeht. Irgendwie, der hat dich gerade getroffen und du dich ein bisschen in Rage versetzt. Dann kommt die nächste Karte. Das 19. Arkanum, die Schar, Abkehr, Rückschritt, Erschöpfung, Ausgelaugtheit, Enervierung Innervierung. und Energieverlust. Ich bin dann tatsächlich durch diesen Angriff auch ein bisschen davon genervt, dass dieser schwache Mensch mich da gerade versucht, so ein bisschen zu kontrollieren. Mobilisiere nochmal Kraftreserven, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie für nötig gewesen wären, und schlag dann mit so drei, vier recht schnellen Hieben ihm die Waffe aus der Hand. Ja. Nutzt Kraft dafür, die eigentlich ja, dem Kampf nicht angemessen ist, einfach aus der Gekränktheit heraus, irgendwie, dass er dich getroffen hat. Und ja, der erste Hieb, er macht halt die Abwehrmanöver, die du auch erwartet hast, aber du versuchst ihn mit bloßer Kraft halt dagegen zu halten. Der erste Hieb treibt ihn einen Schritt zurück, dann den zweiten. Der zweite schnelle Hieb schlägt ihm die Waffe in eine solche Position durch, aus reiner Kraft, dass er halt, der kann den Arm nicht gerade dagegen halten, dass sein Arm einknickt. Und der nächste Hieb trifft ihn komplett am Arm mit dem Übungsschwert. Und du hörst ein Knacken und Brechen. Und der Arm ist auf 90 Grad. Die Waffe fällt zu Boden. Und das war jetzt für dich keine großartige Anstrengung. Eigentlich sind sie sehr undiszipliniertes, einfach nur draufhauen. Und das hat dir jetzt gezeigt, wenn du gegen einen Menschen schlägst, mit Kraft, bricht er. Das bestätigt mich definitiv in meiner Ansicht, dass Menschen eigentlich viel zu schwach für den Kampf sind und das eigentlich direkt uns überlassen sollten, und die eigentlich nur ja ne Last quasi sind auf dem Kampffeld. Man trägt den Mann auch zur Seite. Es wird auch noch andere Übungskämpfe geben und es gibt da tatsächlich zwei Engel in deiner Schar, die diesen Kampf nicht so vernünftig wie du hinkriegen. Die entweder Skrupel haben, zurückzuschlagen, einfach weil sie gesehen haben, was du mit der Kraft irgendwie bei denen gemacht haben oder so. Oder die sich weigern, irgendwie den finalen Schlag auszuführen. Irgendwie, wo sie dann gewinnen. Und auch die werden aussortiert. Und dann kommt der Tag der Prüfung. Nee, ist Quatsch, stopp. Eine Sache fehlt noch. Ihr werdet in Studierzimmer auch eingeteilt. Und zwar kriegt ihr das allererste Mal Skizzen gezeigt der Traumsaat. Das erste Mal siehst du die Monster, von denen immer nur als Traumsaat gesprochen wird. In schematischen Vergleichen, kleiner Mensch, großes Traumsaatvieh. In unterschiedlichen Formen, Libellen, Käfer, Würmer, alles Mögliche an Insekten, Getier. So dass man gibt euch das so zum Studieren und dass ihr das mal gesehen habt. Und wenn du da noch Fragen zu hast, kannst du natürlich auch stellen. Sind das alle Sorten an Traubensaat, die es gibt, oder kennen wir einige noch nicht? Die Traumsaat tritt in allen möglichen Formen und Arten auf. Sie verändert sich auch ständig. Über die Jahre hinweg hat sie sich unseren Kampfmechanismen und Kampfstilen angepasst. Kommt immer stärker wieder zurück, wenn wir sie zurückgeschlagen haben. Es scheint fast so, als ob sie sich an uns anpasst.
Deswegen müssen wir uns auch an sie anpassen. Und ich würde auf so eine Skizze zeigen, wo vielleicht so ein wunder Punkt von so einer Traumsaat eingezeichnet ist. Wenn man sie an der richtigen Stelle trifft, passiert was genau? Tötest du Verschwinden. das Unding und treibst es zurück zu seinem Herrn. Sie müssen alle getilgt werden vom Angesicht dieser Erde. Aber diese Stelle ändert sich auch. Schwer zu sagen. Bei dieser Art wahrscheinlich nicht mehr. Bei einer anderen Art vielleicht schon. Dann Je mehr müssen wir den Arten Feind studieren. du kennst und je mehr Schwachstellen du kennst, desto einfacher wird dein Kampf werden. Also studiere. Ja, dann hat Daniel auf jeden Fall was zu tun. Neben dem Salben auftragen hat er noch die Kampfübungen mit den Menschen und den Schwerttanz und die Traumsaat. Den Traumsaat-Schwächenunterricht, könnte man so es nennen. Und dann kommt irgendwann die Prüfung. Ein separater Raum, der neben dem Raum, wo er sonst immer eure Weihen empfangt, ist. Ein Gitter auf dem Boden und man facht ein hohes Feuer an. Und ihr müsst einmal für den Qualm durchqueren, durch das Feuer. Wer sich richtig eingecremt hat quasi, wenn den Sunblocker aufgetragen hat, der wird es unversehrt auf die andere Seite schaffen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie Daniel das schafft. Dann gucken wir auch nochmal Karte eigentlich. Oh. Das zweite Arkanum, die Begine, umgedrehte Bedeutung, Irrtum, Irrglaube, Oberflächlichkeit und Einbildung. Das ist immer die umgedrehten Karten. Das ist irgendwie nicht so gut. Warum soll es sich bei Karten anders als bei Würfeln verhalten? Aber selbst die umgedrehten Karten müssen ja, wie wir es eben ja auch gesehen haben, nicht unbedingt bedeuten, dass es was Schlechtes ist. Es ist reine Interpretation. Also vielleicht die ganze Szene kann man beschreiben, wie Daniel dann über den Raum durchqueren muss mit diesem hochlodernden Feuer. Ich verlasse mich vollkommen darauf, flächendeckend Alles eingecremt zu sein. richtig gemacht zu haben, ja. Möchte dementsprechend dort auch nicht irgendwie nachhelfen mit den mir Eigenen Fähigkeiten. eigenen Fähigkeiten. Muss man ja auch für dann aufsparen, wenn es wirklich wichtig ist. Hast du ja gelernt, ja. Ja. Würde dann durch diesen Raum gehen, der ein oder anderen tänzelnden Flamme ausweichen. Sehe dann so aus dem Augenwinkel eine Flamme auf mich zukommen, die aber eigentlich nur noch mal irgendwo eine Reflexion von einer anderen Flamme ist, weiche aus. Und spring dabei reflex, ich weiche reflexartig aus und spring dabei dummerweise in eine andere Flamme rein. Und Und schon steht unser Daniel in Lichterloh in Flammen. nicht lichterloh, ich bin ja doch immer noch sehr gut Also eingecremt. für die Flammen tun nichts, wenn man kennt das vielleicht von diesen Feuerspuckern, wenn wir es schon mal gesehen haben, ne? Also die tragen sich ja die Flammen dann auch auf und haben dann diese Paste auf der Haut, die halt die Verbrennung vermeidet. Genau dasselbe ist es halt irgendwie, was die Engel haben. Dann würde ich die Flamme, die dann so meinen einen Arm so ein bisschen umschlingt, so ausklopfen. Und dann weiter
erfolgreich durch den Raum gehen. Gut. Dann hast du auch diese Sache irgendwie bestanden. Drei weitere Engel aus deinem Trupp schaffen das nicht. Haben sich nicht vernünftig eingecremt. Ist ein bisschen dämlich, diese Prüfung, finde ich, aber gut. Muss ja pedantisch sein, das ist, glaube ich, der Sinn der Sache. Und ja, da waren es nur noch 10. Die anderen wurden nicht mehr gesehen. Ja. Und am Ende gibt es natürlich wieder diese Weilen und das Hochgefühl quasi mit in den Flammen gestanden zu haben und dass sie einem nichts anhaben kann. Das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl so. So, also wieder dieses Macht- und Erhabenheitsgefühl. Wobei Daniel sich auch bewusst ist, in so einer kontrollierten Umgebung ist das ein sehr erhabenes Gefühl. Er ist sich trotzdem sehr sicher, dass er das im Feld nicht zwingend erleben möchte. Auf geht's zu den Discipula Quatuorum, dem vierten. Ungefähr 7 Monate hast du jetzt inzwischen bei den Ausbildungen verbracht schon. Deine Flügel sind auch ordentlich gewachsen. Und ab sofort beginnt man mit einem Advanced Schwerttraining quasi. Mehr Bewegungen, immer schnellere Schwerttänze werden eingeübt. Und vor allen Dingen bekommt ihr jetzt Waffenkunde. Das heißt, ihr geht nicht nur mit dem Schwert um, sondern auch mit allen möglichen anderen Waffen. Speeren, Lanzen, Dolchen, alles, was man sich so vorstellen kann. Und dann später, eines Tages, nach ordentlichem Kampftraining mit allen möglichen Waffenarten, wird Daniel Experte sein im Umgang mit allen möglichen ihm nur erdenklichen Waffen, die er da irgendwo mal gesehen hat. Führt man euch in einen Raum, der vollgepackt ist mit Geräten und Dingen, die du vorher noch nie gesehen hast. Und vor euch steht Nakamael und meint: Das sind Waffen. Und die sehen überhaupt nicht nach Schwertern, Lanzen oder sonst irgendwas aus. Wie nutzt man diese seltsamen Waffen? Tritt vor, nimmt so einen, also sind Schusswaffen. Ja. Vorsintflutliche Waffen, deren Verwendung verboten ist eigentlich. Richtet die Waffe auf die Wand und drückt ab und man sieht halt sofort die Zerstörung, die eine Schusswaffe halt anrichten kann. Wahrscheinlich irgendwie eine Schrotflinte oder sowas wird es gewesen sein. Zerschießt die hölzerne Wand. Und das ist halt so sehr beeindruckend für jemanden, der Schusswaffen normalerweise nicht kennt. Der Sinn der Übung ist natürlich, euch zu zeigen, was vorsintflutliche Waffen anrichten können, welche Zerstörung sie bringen können. Und man trichtert euch ein, dass das auch ein gutes Zeichen dafür ist, wie verkommen die vorsintflutliche Gesellschaft war, dass sie solche Waffen erschaffen hat, die nur Tod und Zerstörung sehen und keinerlei ehrlichen Kampf nötig machen. Und auch in dieser Art Waffen werdet ihr geschult, sie zu erkennen, was sind vorsintflutliche Waffen, welche Arten gibt es, wie funktionieren sie. Man erklärt euch genau die Mechaniken und wie die genau aus funktionieren, wie diese Kugeln Dinge funktionieren. Eigentlich alles verbotenes Wissen, aber man sagt euch: Es wird Menschen geben, die solche Waffen gegen euch einsetzen. Und ihr müsst wissen, wie sie funktionieren, um dagegen kämpfen zu können. Selber einsetzen ist ein, ja, an der Seele rüttelndes Ereignis. Ein Akt der Ketzerei. Dann gehören sie vernichtet.
Im Normalfall schon. Diese Exemplare sind nur Anschauungsmaterial dafür, dass man sie erkennen kann. Wenn wir sie nicht mehr hätten, könnte man den anderen Engeln nicht mehr zeigen, wie sie funktionieren. Und sie wären schutzlos dagegen, wenn sie auf sie treffen. Und diese Demonstration rüttelt nicht an deiner Seele. Sie rüttelt an meiner Seele, war aber nötig. Ich verstehe. Ja, also Waffenkunde bis ins kleinste Detail. Schwerttänze bis ins kleinste Detail. Mittlerweile könnte man sagen, ihr seid wirklich, also auch im Vergleich zu dem Kampf, den du ja eben ausgeführt hast mit dem Menschen, der Tricks und Kniffe drauf hatte, die du nicht kanntest. Nun lernst du auch, wie sie vernünftig funktionieren. Und vor allen Dingen aufgrund der gewachsenen und ausgewachsenen Flügel inzwischen Flugtraining endlich. Und hier wird es so funktionieren, dass man euch tatsächlich, ja, wie das bei Lyriel auch so war, aber da war das ja mehr so ein Spaß. Hier ist es einfach so, man bringt euch das nicht bei, man schubst euch einfach vom Turm. Also richtig, also alle. Auch ohne was zu sagen vorher. Ja. Und tatsächlich wird es wieder 5 von deiner Sorte geben, die das nicht hinkriegen. Ein paar werden unten zerschellen. Auf dem Boden. Ein paar werden aufgefangen werden von anderen, die schneller aufgeflogen sind nach unten. Und ja, aber auch die wird man nicht wieder sehen. Und dann beginnt das Flugtraining. Alle möglichen Formationen. Kampf im Flug mit dem Schwert. Was mache ich, wenn die Flügel nach vorne gehen und so weiter. Ausgiebiges Flugkampftraining, Formationsfliegen, Rollen, Drehungen, alle möglichen Manöver wird Daniel meistern und ja, sich vielleicht am Anfang ein bisschen über die lustig machen, die den ersten Sprung nicht geschafft haben, also die aufgefangen wurden. Aber die werden dann nach und nach auch beim Flugtraining nicht mehr so die Besten sein und irgendwann auch verschwinden. Da waren es nur noch 5. Ganz schön harte Selektion. Ja, wird ausgesiebt quasi. Am Ende des 4. Ausbildungsschritts steht die Weihe. Also die Gabrielsweihe, nicht die Engelsweihe, die in Roma Aeterna natürlich ansteht. Die Oberin, die Priorin des Himmels zu Nürnberg. Die oberste Anführerin des Gabrielsordens hier, wo ihr seid. Die Priorin selbst wird diese Weihe durchführen. Und das ist es. Wird sie erst tun, nachdem ihr im Flugkampf unter einer Flugkuppel kämpfend, Engel gegen Engel, entschieden habt, welche von den, also ihr wart dann, keine Ahnung, noch 8 oder so. Dann die, ne, irgendwie 3 sind zerschellt auf dem Boden. So einer ist vielleicht irgendwie 2 oder 2 sind zerschellt, einer ist schon so freiwillig raus. 8 sind noch über oder so, oder 7. Und wer die besten 5 kommen weiter, quasi im Kampf und den Kampf untereinander. Und zwar darf keiner den Boden berühren, alle müssen fliegen. Und ja. 5 kommen nur weiter und erreichen halt die Weihe bei der Priorin. Daniel ist einer von ihnen. Und vorher wird er noch den feierlichen Schwur auswendig lernen, natürlich. Du stehst mit deinen 4 anderen auszubildenden Engeln das erste Mal in einer großen Schar ausgewachsener Engel, die mit, genau wie euer Ausbilder auch, diese Spruchbänder überall haben, mit ihren Auszeichnungen und Leistungen zeigen. Die bilden einen Kreis um euch, singen einen Lobpreisgesang und die Priorin tritt vor und segnet euch quasi. Und ihr sprecht das erste Mal einen Schwur, den ihr euch selber ausdenken dürft.
der eure, ja, eure Ergebenheit zu Gott, dem Herrn, der Kirche des Angelus, also der angelitischen Kirche und des Gabrielsordens ausdrücken soll. Was wird Daniel schwören? Er sieht sich auch noch durch die Kampferfahrung, die er mit dem Templer gemacht hat, enorm in seiner Überlegenheit bestätigt, sieht sich dann auch in der Verantwortung für die Menschen und würde geloben, die diese schwachen Menschen, sofern sie denn reinen Herzens sind und keine Ketzer sind, mit allen Mitteln gegen die Traumsaat zu beschützen und vor Ketzern zu bewahren. Ja, und natürlich Treue gegenüber dem Gabrielsorden, Treue gegenüber der angelitischen Kirche, Treue gegenüber Gott, dem Herrn. Am Ende des Schwurs steht natürlich folgender Satz. Hat es der D-Rex auch schon raus, wie der Satz geht? Oder? Daniel wird es auf jeden Fall können. Kannst du ihn noch? Ach so, dieses, wir sind Engel, Streiter des Herrn, Boten, nee, des Lichts. Boten des Lichts, wir hören und gehorchen. Genau. Der Satz begleitet dich überallhin so, ja. Genau, und damit, mit diesem Schwur bekommst du den ersten Ausrüstungsteil, quasi ein Rüstungsteil über, also so eine Schulterplatte irgendwie überreicht, die du dir quasi ausrüsten kannst. Und als feierlichen Akt wird quasi der Griff deines Schwertes jetzt mit einem schwarzen Band umwickelt, sodass es halt ein richtiger Griff wird. Ist auch sehr viel griffiger jetzt mit so einem Lederband halt. Genau, ne? Und es wird halt gemacht aus den Kleidungsstücken, die du bei der Ausbildung getragen hast, dieses Band, und zeigt halt die Verbindung zu dem, was du gelernt hast und zu dem, was du bist. Und im Prinzip ist das einer der letzten Ausbildungsschritte, zumindest für andere Engelsorden wäre jetzt das Ende erreicht. Aber hieß, bei den Gabrieliten geht es natürlich noch weiter. Du hast zwar schon Treue geschworen, würdest für gut erachtet, aber nun im finalen Ausbildungsschritt lernst du das erste Mal Engel anderer Orden kennen. Also was heißt kennen? Sie werden sich, also wirst Vertreter davon von anderen Orden kennenlernen, wirst darüber informiert, wer die denn so sind, was die so machen, dass du den Michaeliten zu gehorchen hast, weil die sind so wie Gott, dass die Raphaeliten dich wieder zusammenflicken, falls du mal was falsch machst, dass die Ramieliten das Wissen schützen und dass die Urieliten immer den Weg finden und mit Pfeil und Bogen die besten Kämpfer sind, während du mit dem Schwert der Beste bist, sind sie mit Pfeil und Bogen die Besten. Ehrenlose Kämpfer. Aber gut. Feige aus dem Hinterhalt. Ja, genau. Und man, du wirst da alles Mögliche über die anderen Orden und die Geografie Europas, wo die Orden verortet sind und so lernen, für was sie stehen, wer die Obersten sind. Du wirst die Namen auswendig lernen, der Ordensoberen und so weiter. Und vor allen Dingen wird man dich lehren, dass die Michaeliten auf jeden Fall zu respektieren sind. Das sind die Engel, die dir übergeordnet sind, alle anderen Orden unter dir, aber die Michaeliten haben dir zu befehlen. Denn die sind so wie Gott und die Gottes direktes Wort weitergeben. Und es ist auch das allererste Mal, dass du jetzt von einem Michaeliten, der anwesend ist, der, du siehst ihn halt, er ist aus strahlend weiß, gold gekleidet. Allein der Anblick ist schon beeindruckend. Große, weiße, schwanenartige Schwingen. Und das erste Mal, dass du die Stimme eines anderen Engels in deinem Kopf hören kannst.
Du hast zwar gelernt, die Stimme deines Ausbilders vorher zu bestimmen, zu wissen, was er will, bevor er es ausspricht, aber dieses Mal ist es sogar so, dass dieser Michael Diet in deinen Kopf ist. Ein absolut seltsames Gefühl. Das soll definitiv nicht so sein und ich bin sichtlich irritiert. Und man übt dann halt auch schon hier Formationsregeln, Formationskommandos und Kämpfe. Und du merkst schnell, dass alle Engel wenn man zusammengewürfelt ist in den Engelsorden, du bist halt immer noch der starke Kern, das Zentrum und die ausführende schlagartige Kraft. Aber du merkst halt, der Michaelit ist quasi er sendet dich als starken Arm. Du bist der Arm, der schlägt. Er ist der Kopf, der entscheidet, wo zuschlägt. Du weißt, dass der Ramelit vorher entscheidet, wann gekämpft wird. Du merkst, dass der Raphaelit quasi später, wenn du geschlagen hast, deine Kraft auffüllt. Du merkst, dass der Urielit dir Wege aufzeigen kann. Das heißt, jeder hat in der Schar seine eigene Aufgabe. Deine ist es, den Zorn Gottes unter die Ketzer zu bringen und auszuführen, Kommandos auszuführen. Und die anderen Engel natürlich zu schützen mit der Kraft, die du hast. Besonders diese Raphaeliten. Die eigentlich ja total nutzlos sind, denn die flicken mich ja nur zusammen, wenn ich versage, und das wird nicht Das wird passieren. nicht passieren, genau deswegen. Das ist eine gute Sache, ja. Ja, aber sie haben auch ihren Nutzen, um Menschen auch wieder zusammenzuflicken. Das können sie auch sehr gut. Und die Ja, da versagen könnten halt sie sehr mehr zu oft. tun haben. Ja. Und vielleicht auch so ein paar Urieliten oder Ramieliten, die versagen vielleicht auch ziemlich oft. Ja, da kenne ich noch zu wenige. Ja. Aber dafür könnten sie gut sein. Und ja, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, am Ende der Ausbildung werdet ihr in das tiefste Geschoss des Himmels gebracht. Ein großer Dom quasi. Und ihr geht vorher durch einen dunklen Gang. Und ein Mensch, ein Gelehrter mit so einem komischen Monokel auf und so einem komischen Gerät irgendwie umgeschnallt. Vorsintflutliche Technik oder irgend sowas. Sieht so ein bisschen aus wie ein Buch, keine Ahnung. Man stellt ihn vor als Mitglied der. Jetzt muss ich selber nachgucken, wie die heißen. Man es mal sucht, findet man nicht. Zeidler heißen die. Zeidler sind die Traumsaatforscher. Die sind umstritten. Weil die ihres Lebens lang ich zur Aufgabe gemacht haben, nicht die Traumsaat zu zerstören, zu vernichten, so wie es eigentlich sein soll, sondern um sie lebend einzufangen und zu studieren. Und anscheinend gibt es eine Gruppe Zeidler hier unten im untersten Geschoss eures Himmels und die in den verschiedensten Zellen, die du hier unten siehst, sind Traumsaatkreaturen eingesperrt. Lebende Traumsatzkreaturen eingesperrt. Ich bin tatsächlich bei diesem Konzept ein bisschen zwiegespalten, denn einerseits ist es gut, mehr über die Traumsatz zu erfahren, denn dadurch kann man sie effektiver töten. Andererseits ist tote Traumsaat die bessere Traumsaat. Aber um deine Bedenken aus dem Weg zu räumen, wird jetzt an einer Traumsatzart nach der anderen, die halt in diese Zellen verbrachtet sind, erstmal abgefragt, wie gut ihr quasi über die Schwächen gelernt habt. Und dann am lebenden Exemplar wird es ausprobiert. Jeder darf mal eine Traumsaatkreatur auf möglichst stilvolle, einfache Art und Weise töten. Also das sind halt schon geschwächte Kreaturen und naja. Du weißt ganz genau, also du hast nichts zu denen zu befürchten. Du kannst sie einfach so killen. So ein bisschen wie ein Hund mit Maulkorb, irgendwie, den man angeleint und angefesselt hat, und dann brauchst du nur, ne?
So ähnlich wird es da auch funktionieren. Aber das ist das erste Mal, dass du halt lebende Traumsatz siehst und halt ausprobieren kannst, was du gelernt hast. Und ja, dieser Tag endet dann damit, dass ihr quasi ganz in all den Zellen, die unten in diesem Gang waren, wo man euch reingeführt hat, sämtliche Traumsaatkreaturen tötet. Jetzt ist die Frage natürlich, auf welche Art und Weise macht Daniel es schnell oder lässt er diese Traumsaat, diese Bösartigkeit des Herrn der Fliegen richtig leiden? Man zeigt euch vorher noch irgendwie Bilder und was die Traumsaatkreaturen vorher mit Menschen angestellt haben, wo sie sie gefangen haben und so. Ausgeweidete Kadaver mit Maden besetzte Gebeine und so. Also man schürt so richtig den Hass auf diese Dinge, bevor man euch da reinführt. Also vor diesem Hintergrund, dass da quasi sämtliche Grausamkeit dieser Bestien. Kreaturen offenbart wird, würde Daniel das auch ähnlich grausam machen. Ja, Vor und allem, vor weil allen er Dingen sich sind nicht mal sie, sicher man, im ist. Angesicht sind die halt wirklich eklig. Es sind halt mutierte, riesige Insekten. Das darf nicht, das ist so gegen den Willen Gottes, das ist richtig widerlich. Dieser Schleim, der aus diesen Mandibeln raustropft und man sieht denen quasi an, dass sie kein nicht Gottes Schöpfung sind. Und genau deshalb ist sich Daniel auch gar nicht sicher, ob diese Kreaturen wirklich leiden können. Ah, gute Idee, ja. Stimmt, die leiden gar nicht. Du erlöst sie quasi von ihrem Dasein. Ja, gute So Idee. ungefähr. Oh je, ja. Ich finde, sowas fällt mir immer schwer, aber ja, ist so. Ja. Der letzte Schritt danach, am nächsten Tag, wird sein, dass ihr die allerletzte Prüfung, bevor ihr nach Roma Aeterna aufbrecht, ablegen müsst. Und auch hier gibt es wieder eine große Kuppel unterhalb des Himmels. Und dieser Dom ist quasi komplett dunkel. Kein einziges Licht. Das letzte Licht, was ihr macht, ist, als ihr reingeführt werdet mit Fackeln. Ansonsten ist es ein großer, man kann fliegen halt, es ist halt hoch, aber es ist halt abgeschlossene große Kuppeldom. Ein bisschen wie bei Mad Max, wenn du zweimal gehen rein, einer geht raus. Dann wirst du da alleine gelassen, in völliger Dunkelheit. Ich würde mich auf ein bisschen versuchen, darauf zu besinnen, wie das an meinem allerersten Tag in dieser Welt gewesen ist, dort in dieser dunklen Kammer, wo auch nur dieses fahle, dieses bisschen Feuer von dieser Schale gewesen ist. Und versuchen, mich weniger auf meine Augen zu verlassen, als auf das, was ich höre und eventuell auch so an Lufthauch oder was auch immer dort geht, spüre. Im Gegensatz zu deinen ersten Eindrücken auf der Welt, wo es ja diesen wohlriechenden Weihrauch gab, nimmst du dann hier einen Gestank wahr und ganz schnell auch irgendwie ein Klackern auf dem Boden und so ein Schmatzen. So. Kommt mir wahrscheinlich von erst neulich relativ bekannt vor, dieses Geräusch. Traumsaat. Nicht angeleint. Losgelassen wahrscheinlich. Frei. Allein mit dir. Im Dunkeln. Ich schwebe dann quasi so mittig unter dieser Kuppel, Augen geschlossen, absolut fokussiert, um irgendwelche Bewegungen akustisch wahrnehmen zu können.
Und bereit mit meinem Schwert einen Angriff abzuwehren. Das Schwert entzünden. Dann Dann hättest du Licht. hätte ich Licht, aber ich habe ja auch gelernt, dass Feuer die Waffe der Traumsaat ist. Ja. Und ich möchte erstmal nicht mehr provozieren, als da unten sowieso schon lauert. Schwebst du also nicht, also bist also nicht auf dem Boden, du schwebst in der Mitte quasi des Raums und hörst dann irgendwann so ein Klackern und dann irgendwann so ein merkwürdiges, summendes Geräusch. Und dann merkst du, dass irgendetwas ganz dicht an dir vorbeifliegt. Und aus deinen Studien weißt du, Traumsaatkreaturen, bestimmte davon können auch fliegen. Dann würde ich nehme mal an, die umschwirrt mich so ein bisschen. Das erste Mal hast du nur so irgendwas, das ist ziemlich nah an dir vorbeigeflogen. Das ist der Eindruck gewesen. Ich kann ja mal eine Karte ziehen, dann kannst du mal gucken, was du dann. Guck mal. Perfekte Karte finde ich für diese Situation. Mit einem erstmal einblenden und dann schicke ich es dir. Das fünfte Arkanum der Kardinal, aufrechte Bedeutung, Moral. Neue Möglichkeiten, Mut, Ekstase, Kreativität, Risikobereitschaft, Vertrauen, Wahlfreiheit und Abenteuer. Nehme all meinen Mut zusammen und verlasse mich vollkommen mit geschlossenen Augen auf nochmal auf meine Sinne und würde einen kräftigen Hieb mit meinem Schwert dahin setzen, wo ich meine, dass diese fliegende Kreatur als nächstes an mir vorbei schwirren würde. Triffst du sie auch? Ich treffe ja. Dann triffst du auf den Widerstand. Irgendwas ist ein Widerstand zwischen. Du hast was getroffen, weil du merkst auch, das ist auf dickem Chitinpanzer dein Schwert getroffen. Du hast das Ding bestimmt aus dem Konzept gebracht und du hast dieses Schwirren jetzt ein Stück weit unter dir. Aber es ist noch da. Das war kein tödlicher Hieb. Und das ist dann der Moment, wo ich davon ausgehe, dass dieser Überraschungsmoment nicht mehr zieht, dass es mich eventuell genauso wenig sieht, wie ich es sehe, und entzünde mein Flammschwert. Und ich ziehe mal die nächste Karte. Das zweite Arkanum, die Begine. Irrtum, Irrglaube, Oberflächlichkeit, Einbildung. Mich das schon mal, oder? Passiert. Dadurch, dass es dann durch mein Schwert auf einmal doch ein bisschen heller ist, sehe ich auf einmal auch noch den einen oder anderen Schatten, der irgendwo rumhuscht. Vielleicht sogar viele Traumsaatkreaturen. Ich bin mir nicht ganz sicher und würde deshalb drehe mich quasi einmal so mit ausgestrecktem Schwert um die eigene Achse, so um einmal rund um mich rumzuschlagen, treffe aber dabei nichts. Ich ziehe mal für mich eine Karte. Sie dir auch mal. 16. Arkanum der Himmel, Zuflucht, Läuterung, Ehrgeiz, Wiederherstellung, Erneuerung, Wandel, Umstrukturierung, Erwachen, Heilung, Ausdehnung, Echtheit, Aufbau, Entwurf, Orientierung. Ja, die Traumsaatkreatur zeigt dir jetzt genau das, was du eben schon vermutet hast, den Kampf mit Feuer. Und du siehst in diesem Zwielicht zwischen deinem Flammenschwert, das ein bisschen Licht macht, und den Schatten, die dieser große Raum ja immer noch hat. Also manchmal fliegt es halt so in den Sichtbereich rein, man dann wieder raus. Dass es so ein großes libellenartiges Traumsaatwesen ist.
Und dann im nächsten Augenblick schießt es quasi von oben herab in deinen Sichtbereich rein. Und du siehst diese großen Mandibelkiefer sich öffnen und deinen großen lavaartigen Feuerball sich daraus formen und auf dich herniederspeien. Dann ziehe ich in meine Karte, was da bei dir passiert. Für du weiter beschreiben das, was du dann damit machst mit diesem Lavaball. Oder mit der Kreatur. 21. Arcanum, die Welt, aufrechte Bedeutung, Vitalität, Erfüllung, Belohnung, Freiheit, Ganzheit, Vollkommenheit, Ganzheitlichkeit, Vollendung, Integration, Einigung, Bewusstsein, Vision, Umwelt. Genau, das ist nämlich jetzt der Moment, wo es sich auszahlt, dass ich nach Kamael nach zusätzlichen Schutzmöglichkeiten gefragt habe. Denn wenn ich diesen Lavaball auf mich zufliegen sehe, würde ich einmal Daniels Geschenk aktivieren, was mich für kurze Zeit vollkommen unverwundbar Immun. gegen Flammen macht. Ah, perfekt. Ja. Na, der Feuerball schießt auf Daniel zu, der irgendwie ausgebreiteten Arm macht doch irgendwie mitten in der Luft in dieser dunklen Kuppel steht. Nur erhellt durch sein Flammenschwert und diesen Feuerball, der jetzt kommt. Und eingehüllt wird von den Flammen, den höllischen Flammen der Traumsaatkreatur. Und die Flammen zehren zwar an Daniel, aber tun ihm kein Doll Leid an. So nicht, Traumsaat. Willst du noch eine Karte oder willst du weiter beschreiben so? Oder soll ich eine ziehen, um zu gucken, was die Kreatur macht, wenn du abwartest? Ja, sie soll erstmal machen. Soll ich erstmal verausgaben, ja. Okay. Bisher konnte sie mir ja nichts anhaben. Ja. Niederlage, Misserfolg, Zusammenbruch, Rache, weil die umgedrehte Bedeutung des Schöpfers. Ja, die Traumsaatkreatur ja, hat dich ja gerade bespuckt und jetzt gemerkt quasi, der steht zwar in Flammen, aber es tut ihm nichts. Nimmt dann Anlauf und würde versuchen, dich aus der Luft herauszurammen. Wie viel Kraft hat denn Daniels Geschenk dann so gezehrt? Ja, also du musst es dir vorstellen, als ob das halt wirklich Kraft in dir zehrt. Ne? Also wie viel überlasse ich dir als Spieler, weil du bist ja ein Engel halt, ne? Du kannst das schon alles, aber du merkst, dass das an dir zehrt. Dann brauche ich wahrscheinlich noch mal eine Karte, um zu gucken. Ich würde dann auch Gerne. voller Adrenalin noch mal Goliaths Kraft nutzen wollen, Du hast es aber auch heute mit umgedrehten Be Nullte Arcano, der Ketzer, umgedrehte Bedeutung. Isolation, Stagnation, Exzentrizität, Narretei, Gedankenlosigkeit, Indiskretion. Ja, ich würde, wie gesagt, Goliaths Kraft aktivieren, was mich für kurze Zeit doch Deutlich stärker macht. deutlich stärker macht und diese auf mich anstürmende Libelle an den, ja, an den Mandibeln nennt man das, glaube ich, was die haben. Genau, Die treibt dich zurück. packen. Ja, und ich halte dagegen und im Prinzip bewegt sich dadurch weder die Libelle noch ich auch nur ein Millimeter. Quasi Armdrücken nur auf Traumsaat-Engelart, ja. Ja. Okay, ja, irgendwie dann er ringt miteinander und ja, nur die und für einen Augenblick
fühlt sich die Welt von Daniel so an, als ob es halt nur, also es gibt alles, den Dom um dich herum, den Himmel, alles, deine Mitengel, es gibt nur diese Kreatur und dich. Und da, du bist sicher, dieses Ding muss sterben. Und es ist aber unglaublich stark. Du hast ja gestern Traumsa-Kreaturen getötet, einfach so. Du hast diesen Menschen einfach so geschlagen. Du hast in dem Kampf gegen die anderen Engel, hast du zwar gesehen, okay, andere sind auch stark, aber im ersten Augenblick hast du diese Kreatur unterschätzt. Hast das Böse in dem unterschätzt und hast die Kraft unterschätzt, die es hat. Hättest du deine Engelskräfte nicht aktiviert, würde es dich wahrscheinlich vor sich hertreiben, ohne Probleme. Aber jetzt hältst du dagegen, weil die Kraft Gottes stark in dir ist. Hast du noch eine? Gesagt, du brauchst nicht, kannst du auch einfach so beschreiben, aber ich finde es immer ganz nett mit diesen Dingern, weil ich es so schön finde, auch zu arbeiten. Die Erzengel, Reinheit, Anziehungskraft, Beziehung, Neugier, Loyalität, Hingabe, Leidenschaft, Verbundenheit, Dualität, Attraktion, Ernsthaftigkeit, Offenheit, Sensibilität, Integration, Gleichheit, Romantik, Harmonie. Jetzt ein Kuss gegen die Seele. Das ist ja eine wunderschöne Karte für ein Gabrielin. Reinheit. Während Clean it with fire. mit der Libelle so ringe, setze ich einen äußerst ernsten Gesichtsausdruck auf, schleudere mit der noch immer vorhandenen Kraft die Libelle gegen die Wand und würde dann im Anschluss mit meinem Flammenschwert auf sie zufahren und sie quasi an der Wand aufspießen. Okay, das Flammenschwert bohrt sich ohne großartigen Widerstand in den schwachen unteren Punkt des Libellenkörpers. Du merkst auch, dass es ein ganzes Stück weit sich noch durch den Stein schmilzt. Einfach weil es das Flammenschwert eines Engels ist. Und die Libelle zuckt aber noch und haut so mit den Mandiblen so um sich. Und erwischt dich auch irgendwie auch kurz so irgendwie im Gesicht. Und du merkst so Schmerz, der deinen Körper durchfährt, als du von so einem starken Hieb irgendwie am Kopf, von einer scharfen Klaue irgendwie gestreift wirst. Hinterlässt sich ja irgendwie eine Narbe oder sowas. Vermutlich. Ja. Es sei denn, es kommt ein Raphaelit und flickt dich wieder zusammen. Ja. Soll sich wagen, das ist die erste verdiente Narbe. Ich habe noch eine Karte gezogen für den letzten Schlag quasi für dich. Die Schrottbaronin, umgedrehte Bedeutung, Tyrannei, Unreife, Fesseln, Diktatur, Gewalt. Ich weiß nicht, ob du es nimmst, aber ich fand den letzten Aspekt sehr gut passend. Ja, tatsächlich, nachdem mir diese Mandibeln da so einen Schmiss im Gesicht verpasst haben, und das Ding sowieso schon mit meinem Schwert an den Turm, also an die Mauer genagelt ist, würde ich, bevor die Kraft Goliaths in mir dann nachlässt, nochmal kräftig die Mandibeln packen und links und rechts so Aus der Kreatur auseinanderreißen und reißen. rausreißen, ja. Okay. Vielleicht wird es so passieren, dass Daniel sich quasi also erstmal ratsch, ratsch und dann nach vorne weiter durch den Körper durcharbeitet und das Ding völlig zerfetzt. Dass am Ende nur noch irgendwelche, flatschigen Reste auf den Boden tropfen, während Irgend so er ein Glibber. irgend so ein Glibber nur noch da ist, während er dann mit Genuss das Schwammschwert, was alleine noch in der Wand steckt, wieder rauszieht. Und unten sich Nakamael steht und applaudiert. Dein erster Kampf gegen eine Traumsaatkreatur, Daniel. Erfolgreich bestanden. Gegen die Schrecken des Herrn der Fliegen. Gar nicht so einfach, wie man dachte immer. Noch vollkommen unter Adrenalin, ein
ein wenig überrascht, wie viel stärker diese Kreaturen doch sind als erwartet. Auch so in seinen Gedanken kommt dann auch noch so ein Hauch von Demut über die mangelnde Erfahrung, die er noch hat. Und nimmt sich vor, definitiv in nächster Zeit noch sehr viel erfahrener und stärker werden zu wollen. Mhm. Ja, hinter Nakamael siehst du die diese Raphaelitin, die du kennengelernt hast in deiner Ausbildung. Und Nakamael schaut dich so an. Ah. Das wird eine Narbe geben. Sie wird mich daran erinnern, dieses Geschmeiß nicht noch einmal zu unterschätzen. Dann werden deine Kräfte hier nicht mehr gebraucht, Lariel. Lässt so ein bisschen den Kopf sinken und geht wieder weg. Anjo. Nie darf ich Abeliten heilen. Die wollen immer ihre Schmisse behalten. Ja. Den Kampf hier in dieser Kuppel wird einer von deinen fünf Gefährten, du bist ja der fünfte, von deinen vier Gefährten, nicht überstehen und wird von der Traumsaat getötet werden. Also zumindest besiegt werden. Was da genau passiert ist, weiß Daniel nicht. Auf jeden Fall steht er am nächsten Tag beim Abflug Richtung Roma Eterna nicht mehr bei euch. Ihr seid nur noch zu viert. Aber genau wissend, dass ihr vier die Auserwählten des Gabriels seid, ihr die besten Kämpfer für den Herrn im Himmel seid, und mit diesem Wissen fliegt ihr mit den anderen Engeln der anderen Orden, die ihr ja kennengelernt habt, und mit eurem Ausbilder Nakamael das erste Mal über offenes Feld, weit weg von Nürnberg, über die Alpen hinweg, Richtung Italien, nach Roma Eterna. Und dort wird Daniel aus der Hand von Petrus Secundus selbst sein erstes Votivband empfangen. Das, was jeder Engel bekommt, bevor er einer Schar zugewiesen wird. Aber immerhin, das erste Votivband. Und natürlich auch die feierliche, gottesdienstliche Zeremonie der Engelsweihe durchlaufen. Das Sakrament, das nur den Engeln zuteil wird. Stolz geschwellter Brust steht er wahrscheinlich im Himmel der Michaeliten vor Petrus Secundus, als er die Weihen empfängt. Und ja, wie es mit Daniel weitergeht, was er so nach seiner Engelsweihe so erfahren noch wird, was er noch so durchmacht, das erfahren wir dann ein anderes Mal. Denn seine Ausbildung hat er erfolgreich bestanden als einer von vieren von ursprünglich 20 Engeln. So ist das, wenn man die Besten der Besten der Besten der Besten sucht. Ich glaube, das Gefühl ist ein bisschen rübergekommen, dass du der Beste, der Beste, der Beste von den Besten bist. Und dass du die Rache und der Zorn und die Faust Gottes bist. Und dass die anderen alle so, naja, die wiedergeborenen Schwächlinge sind. Ich bin gespannt, wie sich das nachher in der Schar niederschlägt. Nicht nur du. Ja, aber ich finde das allein jetzt durch diese beiden ziemlichen Extreme zwischen Lyriel und Daniel, da hat man gerade gesehen, wie unterschiedlich die Engel drauf sind und wie unterschiedlich sie ausgebildet werden. Und da können wir uns bestimmt auf viele lustige Szenen freuen oder traurige, je nachdem. Ja, und ich glaube, du hast jetzt auch eine bessere Vorstellung davon, wie Daniel wahrscheinlich tickt, als du das vorher irgendwie hattest. Richtig. Ja. Ich habe wieder sehr, sehr. Es ist nie so einfach, sich was auszudenken, wenn man den Hintergrund nicht kennt. Ja. Ich habe heute wieder sehr viel geredet, aber das habe ich letztes Mal ja auch schon. Aber es ist halt auch sehr viel Beschreibung der Ausbildungsschritte und dient halt auch irgendwie, ja, wie ich es ja gerade auch schon gesagt habe, ein bisschen zur Verdeutlichung der Art, wie die Engelsorden ticken und wie die Engel halt ausgebildet werden. Und gerade wo der D-Rex auch das Intro von, das Prelude von Loki gesehen hat. Also, vielleicht hat er sich zwischendurch dahin gewünscht,
Loki wurde nicht gefoltert. Es war definitiv weniger schmerzhaft. Ja. Aber dafür bist ja, du der Beste, der Beste, der Beste, der Besten. Ja, woher, was auch immer mit den anderen Engeln passiert. Ich finde die Idee eigentlich ganz, ganz witzig, dass sie als mindere andere Ordensengel wiedergeboren werden. Vielleicht findet das, macht das Daniel ja noch irgendwie zu seinem, zu seiner Aufgabe so, die mal zu treffen, irgendwie mal zu gucken, wo die denn mal wiedergeboren sind. Wer weiß, wir werden es erfahren. Ja, weiter geht's mit Engel in 2 Wochen. Da kümmern wir uns um das Prelude von. Oh Gott, jetzt habe ich hier weggeklickt, das da wollte ich gar nicht machen. Weißt du es auswendig? Ich glaube von Von Feder, Hotney, oder? glaube ich. Kommt Feder zuerst oder kommt Hotney zuerst? Ich meine, Hotney wäre zuerst. Hotney zuerst. Dann werden wir, wenn es denn stimmt, was wir beide jetzt nicht richtig wissen, wird es ein Prelude von einem Urieliten sein, quasi den nicht ehrenhaften Kämpfern, die mit Pfeil und Bogen wie da oben immer rumfliegen und hinterhältig irgendwelche Traumsaatkreaturen erschienen, obwohl man dem ehrenhaften Kampf mit. Ne, egal. Wir werden sehen, wie die ausgebildet werden und was die so können und sollen. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar bitte hier unten unter dem Video. Und ja, sagt mal, welchen Engelsorden ihr von den beiden, die bis jetzt vorgestellt wurden, am sympathischsten findet. Das ist eine gemeine Frage. Ich finde, die haben Charme haben sie auf alle auf ihre Art und Weise. Ja. Ich finde so die Flammen- und Todesengel sind schon cool. Auf ihre Art. Ist halt nicht so geil, einer zu sein, glaube ich, aber. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur nicht so geil, einer zu werden. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Ja, und wenn ihr den Engels Hintergrund wisst, dann wisst ihr ja auch, was mit den anderen Engeln wahrscheinlich nach 2654 passiert. Dann würdet ihr euch ein Lächeln wahrscheinlich bei den Beschreibungen nicht verkniffen haben. Aber gut. Vielleicht finden das unsere Engel alle noch heraus, was mit denen passiert. Gut. Foreshadowing. Foreshadowing, ja. Ja, danke D-Rex fürs Mitspielen. Und euch da draußen danke fürs Zugucken. Live konnte ja keiner dabei sein, weil wir heute ja protestieren gegen Artikel 13. Hoffe, Der ihr seit habt. heute Artikel 17 heißt. Das stimmt, das heißt seit heute Artikel 17. Wenn ihr dagegen auch irgendwas machen wollt, denn wenn das Ding so durchkommt, wie es momentan aussieht, dann wird sowas, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, sehr, 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 sehr schwierig werden, wenn überhaupt noch möglich. Ja, dann geht am Samstag auf die Protestaktion und ihr könnt das nachgucken auf change.org auf jeden Fall und auf Save the save-the-internet.info. Internet.info, genau. Und da findet ihr alle Termine. Könnt auch bei mir auf Twitter gucken, da habe ich das irgendwo auch geschrieben oder beim D-Rex auch auf Twitter könnt ihr auch gucken, der hat das auch verlinkt. Oder ihr schaut auf dem Nordpol im Discord, da ist auch ein toller Link dazu. Von daher, ihr findet das, wenn ihr es sucht. Tut was dagegen, weil ich mache das hier eigentlich ziemlich gerne und der D-Rex glaube ich auch. Und wäre schade, wenn wir das irgendwie nicht mehr so machen könnten, wie wir das bis jetzt machen. Ja, hat allein heute war es schon irgendwie, ich war ein merkwürdiges Gefühl, ohne den Chat hier irgendwie diese Sache zu spielen. Ich bin das nicht mehr gewohnt ohne Zuschauer. Ja. So, andere Leute sagen ja, oh, Online-Spielen ist so doof, da gucken mir alle zu, ne? Aber man gewöhnt sich daran. Ich habe, glaube ich, in den Das ist letzten, richtig, ja. ich habe in den letzten, seit wann mache ich das jetzt? Seit 2014? Seit ja, über 5 Jahren habe ich die Minderheit der Runden ohne Zuschauer gespielt. Von daher ist das echt ungewohnt gerade. Ja. Wir sagen es Katze und Wolf immer, was ist mit einer Geschichte, die niemand sonst hört? Ja, ist immer noch eine tolle Geschichte, aber
Sie wird ihr volles Potenzial wohl nie entfalten. Dass es könnte, wenn jemand zuhört. Naja. Ihr da draußen, wenn ihr weiter Geschichten erzählen wollt oder Geschichten hören wollt, schaut auf den Nerdpol. Oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da sind auch viele andere tolle Rollenspielrunden verlinkt. Zum Beispiel spielt der D-Rex auch in letzter Zeit Sachen. Der hat allerdings ein bisschen Probleme mit den Kameras. Aber dafür kann man ihm sehr gut zuhören. Und Sachen wie Dungeon World oder was war das andere noch? Hexen. Hexen, genau. Hexen. Hexen 1733. Genau. Also wenn ihr Da da gab es so was Ähnliches wie die Traumsaat. wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut mal auf dem Kanal vom D-Rex vorbei. Ich verlinke den auch hier unten drunter. Dann könnt ihr da mal draufklicken, ein Abo dalassen und ein freundliches Wort. Da freut er sich bestimmt drüber. Meine Und Spieler auch. ja, die sowieso. Ja, weil das täglich Brot von Spielleiter und Spieler hier im Internet Pen and Paper Rollenspiel ist ein freundlicher Kommentar. Das tut echt immer sehr, sehr gut. Deswegen einfach lass uns ein freundliches Wort da. Gut. Hast du noch was zu sagen? Hat sehr viel Spaß gemacht. Das mit den Karten ist echt gewöhnungsbedürftig, aber es ist auch eine sehr schöne Art, rauszufinden, was und wie es passiert. Man muss es halt irgendwie abwägen, wenn man es mit Power-Gamern spielt, dann geht das nicht. Also einfach immer nur sagen, ja, funktioniert, 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 funktioniert. Im Prinzip ist es das ja. Aber das Ziel des Ganzen ist es einfach, eine coole Geschichte zu erzählen. Und die Karten geben einem dann nur einen Hinweis darauf, wie die Coolheit denn dann ausgedrückt wird. Und das kann man nicht mit jeder Art von Rollenspielern machen. Da muss man so ein gewisses Mindset vorneher mitbringen. Ich kenne da, glaube ich, einige Beispiele dafür, die das, glaube ich, sehr schwer nur können. Und ich, wenn ich mich so an mein Teenager-Ich erinnere, ich hätte das früher auch nicht gekonnt. Aber ja, wenn man sich darauf einlässt, ist das eine ziemlich coole Art zu spielen, finde ich. Definitiv. Ja. Gut, mehr davon dann in 2 Wochen und ich sag tschüss. Tschüss.